Ich möchte euch einmal alle herzlich willkommen heißen zu einem etwas unkonventionellen Vortrag auf dem Chaos Communication Congress. Neben mir Hans Knöll im Vorstand der Quintessenz und auch Chief Catering Officer bei der Quintessenz. Er übertreibt. Ich bin Christian, ebenfalls von der Quintessenz, und wir wollen heute zeigen, dass es mit relativ einfachen Mitteln und mit ein paar Tricks durchaus möglich ist, ein leckeres Essen zu zweit oder für mehrere Personen für einen Abend zu zaubern. Wir werden euch dazu zwei Gerichte näher vorstellen. Und der Hans wird dann gleich einmal erklären, wie wir auf die Idee gekommen sind, das hier zu machen, weil jeder wird auf die Idee kommen, wir braten ein Spiegelei auf einer CPU oder machen Kabelsalat oder was auch immer. Aber die Hintergrundgeschichte ist eine ganz andere. Die Hintergrundgeschichte wird sein, ob das ja wirklich funktioniert. Das wird schon warm. Na, hoffen wir es. Gut, wir drehen das Ganze dann um. Ja, irgendwann an einem Freitag saßen wir bei uns in Wien im Museumsquartier. Ich beobachtete unsere Kids, wie sie so surfen und irgendwo im Chat sitzen. Und da kam mir der Gedanke, was geschieht, wenn er, der junge Mann, sich ein Mädchen aufreißt, sagt man so in Wien. Also das heißt, er lernt jemanden im Chat kennen. Und es könnte natürlich auch ein Bursche sein, aber irgendwie schicken sie sich gegenüber die Bilder und er lädt sie eventuell über den Chat ein in seine MP3, ja. Sie ein, die MP3-Sammlung irgendwo so zeigen. Na gut, es soll ja nicht die MP3 allein sein, weil er hat weitergedacht, weil sie gefällt ihm ja wirklich, das ist ja ein richtiges, hübsches Mädchen, zumindest das Bild war so. Und ja, und wo sind wir stehen geblieben? Ja, wie ist der Alzheimer, die Schicht? Eine Idee ist auch, es gibt so viele gute technische Vorträge. Hans und ich sind eigentlich in der Organisation von der Quintessenz mehr beteiligt, natürlich auch beim Projekten und Projektmanagement, aber eigentlich eher so Backbone. Und jetzt können wir euch nicht so viel über Technik erzählen, aber das gibt es eh so viel auf dem Kongress und diesmal gibt es was anderes. Und einen zweiten Grund gibt es, dass das hier noch geht. Ihr sollt euch einfach gesund ernähren. Dieses Teil, das in der Küche eingebaut ist, dieses Oszilloskop, wo man den Bildschirm runterklappen kann und wo man an den Reglern dann nur Abwärme über die Keramik-Kühlkörper bekommt, das hat noch eine andere Funktion. Wir haben das versucht, im Kleinen hier nachzustellen. Das ist jetzt nur ein ganz kleines Oszilloskop, aber eigentlich heißt es Herdplatte. Und wir haben uns gedacht, wir machen zwei Gerichte, die ein bisschen auch exemplarisch sind, weil das erste ist Butengeschnetzeltes. Der Hans hat jetzt schon begonnen, Zwiebeln zu schneiden. Nein, schneid noch nicht, er macht die Zwiebeln einmal. Wir schälen jetzt mal die Zwiebeln. Ja. Und du hast ja Zwiebeln, wenn man sie ja schälen kann. Ich gehe jetzt lieber weg, weil das brennt immer so in den Augen. Ja. Aber das ist eine Basis für enorm viele Gerichte. Man kann da nicht nur Zwiebeln damit machen, wenn man jetzt vegetarisch unterwegs ist oder kein Fleisch möchte, dann kann man auch andere Zutaten nachher beimengen. Auf jeden Fall die Zwiebeln werden wir jetzt gleich schneiden und dann im Topf anrösten. Ich hoffe, dass der Topf zum Rösten ist. In der Zwischenzeit kann ich meine Wange noch immer drauflegen. Jule ist nicht hier. Die hätte uns vielleicht sagen können, wie das Zeug funktioniert. Was heißt das? Na gut. Okay, dazu weiter. Ich hoffe, dass mir keine. Ja, das ich hoffe, das Teil wird sich noch erwärmen, sonst werden wir auf Intel P4 umsteigen müssen. Der Hans schneidet jetzt mal Zwiebeln. Das ist eine Basis für relativ viele Gerichte, die man so schnell zubereiten kann. Die Zwiebeln röstet man normalerweise Pfanne, das ist hier ein Wok, weil wir das halt bekommen haben im Kongress. Röstet man üblicherweise mit Öl goldgelb an. Ja, das würde ich schon gerne jetzt machen. Aber irgendwie warnt er. Und gibt dann verschiedene Speisen hinzu. Da kann man hinzugeben, zum Beispiel hier jetzt. Ich weiß, dass es langweilig ist, aber es spielt ja keine Rolle. Kommst du her, dann schneidest du dir in den Finger und wir lachen über dich.
Das Schöne an der Zwiebel ist, er bringt ein wunderbares Aroma in die Speisen, in jedes Fleisch, in Gemüse, wenn wir jetzt Pilze dazu tun. Also es kommt ein richtiger aromahafter, würziger Geschmack hinein. Und wenn wir jetzt nachher Kräuter, Gewürze hineintun, dann wird das über den Zwiebel ziemlich gut in das Material hineintransportiert. Es wird schön langsam wärmer. Hallo, du machst eins, zwei. Ja. Was? Ja, ja, genau. Wir konnten das ja nicht vorher austesten. Wenn wir das alles vorher austesten... Wir haben es daheim in der Küche ausprobiert. Da hat es super funktioniert. Innerhalb von 20 Sekunden war alles fertig zum Essen. Ob wir das heute schaffen, aber wir haben ja das Glück von einem 2-Stunden-Vortrag. Also die vorher zu viel Hunger bekommen, weil für euch gibt es ja nichts, das muss ich auch dazu sagen. Ihr sollt ja nur zusehen und dann anschließend hinübergehen und euch die tollen Nerds essen in der Kantine. Ihr wisst ja, das ist alles sehr günstig, aber ihr könnt ja. Es kommt dann irgendwer, ist ausgesucht und kriegt die tollen Sachen. Gut, irgendwo bin ich auch gefressen. Es sollte jetzt eigentlich zischen, man hört nichts. Gut, Alter, warum geht das wirklich nicht? Was haben wir sie da eintreten? Wird schon. Glaubt's noch hoffentlich. Wird schon. Kann ja sein, vielleicht ist ein Wok ganz was Spezielles. Da ich ja das normalerweise nur mit der Pfanne mache und nicht im Wok. Vielleicht essen die Asiaten alles roh. Und den Fisch essen sie auch roh. Also. Ja? Wie Coca-Cola, dann siehst du das. Auf jeden Fall... Da kann man zum Beispiel auch mit diesem Gerichtsvorschlag jetzt eine Erdäpfelsuppe machen. Wir rösten jetzt die Zwiebel an. Du musst übersetzen für unsere sprachliche Herausforderung. Erdäpfel, was sind Erdäpfel? Ne? Wie heißt es? Brambure sagt man. Was sagt man noch? Kartoffeln? Ja, Grumbieren. Wie sagt man da eigentlich? Kartoffeln, glaube ich. Kartoffeln, ja. Kartoffeln sagt eine man. Kartoffelsuppe. Wir braten also auch den Zwiebel goldgelb an, geben dann ein bisschen. Oh, er wird schon. Es wird. Geben dann ein bisschen Speck dazu. Ja, freut sich. Man weiß, wenn man sich freut. Das ist toll. Gut, geht schon weiter. Wir geben dann ein bisschen Speck, kleingeschnittenen Speck dazu. Wo habe ich einen Speck? Das, wenn man eine Erdäpfelsuppe macht. Ach so, okay. Wir machen halt was anderes. Lassen das nachher anbraten, geben nachher. Löschen das mit ein bisschen Wasser, geben dann Mehl dazu, eventuell ein bisschen Pilze. Welche Pilze? Welche meinst du? Steinpilze. Steinpilze, das kann sich keiner leisten, Steinpilze. Der kostet das Gramm an die, weiß ich nicht, 2 Euro. Und das kann sich ein Kick nicht leisten, der irgendwo nur auf Ansport, dass er mehr Festplattenspeicher hat. Vielleicht eine neue CPU. Oder für das Spielen eventuell eine neue Grafikkarte. Na, die World of Warcraft Gebühr. Ja, genau, die muss er auf jeden Fall zahlen. Aber ich glaube, dazu erzählt uns vielleicht ein bisschen später einer unserer Gäste über diese Dinge mit der Gebühr und was und auch immer, sonstigen Dingen, die bei World of Warcraft mit installiert werden. Wie? Monster Jokers, wie war das? Omelette im Monster oder so. Ja, super, das ist jetzt, wann ist ja was? Wo waren wir stehen geblieben? Also, wir haben jetzt den Speck angeröstet, wir haben Mehl dazu, wir haben es ein bisschen abgelöscht, wir lassen es nochmal kurz anbrutzeln. Mein Herr, das ist brutzeln noch immer nicht. Aber in 2 Stunden Zeit macht sich nichts draus. Das Wasser kocht fast, noch nicht. Okay, gut, bitte, du warst an und für sich jetzt bei den Sünden Schwammeln. Wir haben die Steinpilze noch dazu gegeben, lassen es noch ein bisschen anrösten, löschen es dann nochmal mit Wasser ab, haben derweil in der Zwischenzeit schon die Kartoffeln in kleine Würfeln geschnitten. Super. Und geben dann diese Würfeln dazu.
löschen es nochmal mit ordentlich Wasser ab, das restliche Wasser kommt dazu, wir lassen es aufkochen und fertig ist zum Beispiel eine Erdäpfelsuppe. Sprich Kartoffelsuppe, bitte bleib im Hochdeutsch, die verstehen uns nicht. Wir sind nicht in Bayern, verstehst du? Wir sind in Berlin. Ach Gott. Jetzt holst du das nächste Rezept raus, super. Na gut, wirklich, ich hab... Christian, ich glaube, es wird nichts, wenn ich mir das so ausschaue. Das war vielleicht, was war das? Wie könnte man das sagen? Also, es wird. Es wird, gut. Brennt es noch in die Augen? Nein, es brustelt schon langsam. Ja, irgendwie das Auge erwärmt sich. Na gut, also weiter, die Erdäpfelsuppe haben wir erledigt. Ähnlich geht's, wenn man irgendwie müde mal nach Hause kommt, irgendwie, man kommt gerade vom Kongress nach Hause, ist total fertig, ist mit dem Zug gefahren, mit dem Auto gefahren, man will sich irgendwas machen zum Essen, geht sehr ähnlich, wieder Zwiebeln dazu, Gemüse dazu, ein bisschen würzen, Thymian, Basilikum, Oregano dazu, einmal gut aufkochen, eventuell auch ein bisschen Speck einmischen, parallel dazu kocht man die Nudeln, lasst das Ganze mal schön ein bisschen anbraten, schmeißt die Nudeln dazu, rührt einmal ordentlich um, eventuell noch ein bisschen Gouda, irgendeinen Käse vorschneiden, dazu schmeißen, umrühren und man hat das super leckeres, extrem kalorienschweres Essen, was einem zumindest, wenn man ziemlich ausgehungert ist, ein bisschen über die Runden hilft. Gut. Was ist mit dem? Wird. Er steht, gell? Irgendwie hätte man vielleicht eine Kontaktpasta draufgeben sollen, die irgendwo die Wärme besser ableitet. Hat jemand sowas mit? Ich meine, für die CPUs verwendet man das, glaube ich. Keine Kontaktpasta, Alter. Das lacht. Kann das sein, dass die da irgendwie den Strom abgedraht haben? Das könnte vielleicht sein. Das ist auch. Das wird auch nicht warm, gell? Vielleicht haben die nur 110 Volt. Was sagst du? Danke, du, das nützt nicht wirklich. Es war sehr, sehr nett von dir, dass du dir die Pasta aus deinem Rucksack rausnimmst. Wir bei uns bei der Quintessenz haben einen jungen Mann, wir sagen zu ihm MacGyver, wenn der auspackt seinen Rucksack, ihm aufschlägt, hat er angenommen von der Lötstation bis zu all diesen wunderbaren kleinen Bauteilen, so wie deine Pasta. Wieso brummt es? Weil ich da gerade vom Lautsprecher rumlaufe. Denke mal. Gut. Ja, und der hat auch immer alles mit. Deshalb Dankeschön, dass du uns mit der Pasta helfen wolltest. Warm. Ah, jetzt wissen wir, das hängt wegen einem Dimmer zusammen. Das hängt auf dem Dimmstrom am riesengroßen. Ja, sie kommen nicht aus. Also immer, bei uns kommt immer Strom aus der Steckdose. Aber ich glaube wirklich, der wird schon jetzt warm. Na gut, in der Zwischenzeit, in dem das anbrasselt, könnte man ja unter anderem die... Weißt du, was wir schneiden? Wir schälen auch die. Das mache ich. Du brauchst es nicht, da kannst du aus der Hand reißen, dabei wird es warm. Da zahl ich bitte noch was anderes, was der denen ist in der Zwischenzeit fahrt. Derweil bereiten wir mal die Nachspeise vor. Und zwar machen wir Apfelspalten, Äpfel im Schlafrock, auch sehr einfach herzustellen. Dazu nehmen wir Eier, Milch, Mehl, ein bisschen Salz, schmeißen diesen Teig. In die Schüssel, in die Rührschüssel, einmal gut durchrühren und schon haben wir einen Teig, mit dem wir in einer Pfanne mit Öl und Margarine, am besten man nimmt Öl und Margarine gemeinsam, damit es eine etwas aromahaftige Konsistenz hat. Nur Öl ist nicht so optimal. Und bratet das einfach an, das kann man genauso gut machen, zum Beispiel mit Äpfeln. Man kann dann genauso gut Pfannkuchen damit machen, das glaube ich, das wird jeder kennen von euch. Palatschinken für die Österreicher. Hey, jetzt bin ich endlich im... Super, jetzt eine Variation, eher so ein österreichisches Gericht, das heißt Kaiserschmarrn. Da bereitet man
Die Eiklar von den Eiern schlägt man zu Schaum und hebt unter diesen Teig. Das tut man nachher auch in der Pfanne braten, relativ dick. Dann umdrehen und dann in kleine Stücke machen. Aber wir werden das noch ein bisschen erklären, wenn wir den Kaiserschmarrn anbraten. Welchen Kaiserschmarrn braten wir an? Die Apfelspalten. Okay. Wird das schon heiß? Ja. Gott sei Dank. Du, wir sind ja in der guten Zeit. Ursprünglich hätte es schon fast fertig werden sein sollen. Weißt du, eine halbe Stunde ist schon vorbei. Wo ist das Salz? Salz? Du, das ist kein Salz. Würzen tue ich. Nur, dass wir es ganz genau definiert haben. Ich will auch nichts zum Lachen. Es ist einfach so. Also, Christian, ich meine, jetzt haben wir ein bisschen was über das Kochen erzählt. Ich würde eines vorschlagen, wir sehen die Chance, dass wir die nächsten 3 Stunden essen werden. Und ich würde an und für sich unseren Christian zu dem Tisch ersuchen. Er holt sich seinen Gast, der da irgendwo um die Ecken steht. Und ja, da kann man halt ein bisschen noch plaudern, weil nur über Kartoffelsuppen oder Erdäpfelsuppen zu hören ist ja was Tolles, aber dadurch, dass uns die Ilmenauer, das sind die Leute hier mit Kamera und da ist der El Gono, richtig, ja, zeig uns den El Gono. Er hat uns geholfen, dass ihr auch seht, was hier am Tisch sich abspielt. Ja, ich glaube ganz einfach eins, dass ich mir gern vorstelle, den Mann mit Brille. Das ist unser Christian, der für Öffentlichkeitsarbeit zuständig in der Quintessenz ist. Und du stellst dir selbst vor, weil ich, außer dass du irgendwie aus einem der Tiroler Bergbauern, Dörfer bist, weiß ich nicht alles. Das sind ja zwei Tiroler eigentlich, oder? Ja, der eine ist aus dem Süden und der andere ist aus einem anderen, irgendwo anderer Tiroler. Ja, das ist die erste falsche Information. Wirklich? Aus dem Gemeindebau. Aus dem Gemeindebau, ja. Kannst du da etwas? Ja. Danke. 1, 2, da kommt ja schon was. Ja, ich glaube, ich habe jetzt eine super Rolle, weil ich kann jetzt ein bisschen zwischen Wien und Berlin übersetzen, weil ich habe bis vor 2 Jahren in Berlin gewohnt und bin jetzt wieder in Wien. Und ich hätte gleich Anliegen, weil ich habe ein Bier mitgebracht und das ist zwar die Stadt, wo man zu gewissen Zeiten nicht in die U-Bahn darf, wenn man keine Hülsen, also eine Dose Bier in der Hand hat, aber vielleicht, wenn wir das ein bisschen wienerisch machen, habt ihr ein Glasl vielleicht. Ja, irgendein ein Glasl aufgestellt. Wir haben alles vorbereitet. Alles vorbereitet, macht ihr keine Sorgen. Wir haben das alles per Flugzeug eingeflogen. Ihr könnt euch vorstellen, welchen Aufwand wir für euch bereitet haben. Ich habe hier ein Säckchen, das ihr seht, das gehört an und für sich zu den nicht korrekten Einkaufshäusern, nur ein tolles Sackerl, 90 Cent, verstehst? Irgendwie hätte es vielleicht durchstreichen sollen in Lidl, weil wenn das die Leute von Big Brother, oh schau, das kocht, wenn das die Leute von Big Brother Deutschland sehen, dass ich da ein Lidl-Sackerl habe, dann haut er mich. Ah, du gehörst da dazu, okay, dann war's das eh. Erzähl uns etwas über Lidl, was weißt du über Lidl? Ja, ich weiß genau, ich habe, glaube ich, gut aufgepasst. Und zwar der Lidl, das ist der, wo in den ehemaligen Ostblockländern die Frauen, wenn sie öfters aufs WC gehen müssen, ein Stirnband tragen. Hiermit zeichnet man, ist das richtig? Richtig, habt ihr es gehört, der Mann da hinten mit der Flasche hat es bestätigt. Gut, du bist gerade am Bier trinken. Nein, ich bin am Einschenken. Am Einschenken. Vielleicht können wir dann auch noch wen schicken zum Bier holen. Oder? Und zum Bier holen, ja, aber da werden sich schon irgendwelche Freunde finden, die uns dann behilflich sind. Das ist überhaupt eine wichtige Sache beim Essen, die Planung. Nicht? Die Planung, ja. Dass nur Bier da ist, dass klar ist, wer fürs Würzen zuständig ja. ist. Ja, hast du das gesehen, wie das gesprungen ist? Aber alles groß mit der Kamera aufgenommen, kann überhaupt nichts passieren. Gut, wünscht euch was und dann erzählt der Christian oder fragt unser Gast all die Fragen, die irgendwie offen sind, so wer sind wir und viele Fragen sind offen. Ja, na gut, dann Achtung, fertig, Feuer, los. Wo okay, haben wir es das? Ist jetzt einmal beinahe schon goldgelb angebraten. Nein, ein bisschen weiter. Das heißt, wir werden dann die erste Runde weißen Riesen reingeben. Ja, das ist schon gut. Nein, das mache ich. Ich mache es immer anders, immer danach, weil es soll schön prasseln.
Gut, die erste Frage für mich war, ich habe heuer im Sommer meinen Richard Stallman interviewt und der erzählt ja gerne über Rezepte, weil vielen ist das immer, da kann er halt erklären, was freie Software ist und ist das ein Grund, warum ihr das jetzt macht? Ist das für euch so, sozusagen, seht ihr da Verbindungen? Nein, überhaupt nicht. Sondern es war, okay, sag das du, Christian, weil sonst genierst du vielleicht wieder für mich. Wenn einmal das Essen aus einem Automaten kommt und dann sind sicher die Rezepte auch patentiert und urheberrechtlich geschützt, was ja sicher schon der Fall ist. Ich muss jetzt so sagen, jetzt haben gerade die großen Notenverlage eine Aktion scharf in Amerika gestartet, weil sie nicht wollen, dass Songtexte im Netz sind, weil jeder weiß, kann man da sozusagen dann Karaoke singen und überhaupt sozusagen selber Musik machen und da hört man sich vielleicht dann weniger Musik an und die machen jetzt gerade Aktion scharf und vielleicht gibt es ja sicher große Kochbuchverlage, die dann jetzt einmal drauf kommen, dass sie mit der RIA gemeinsam jetzt richtig sozusagen DRM auf Kochrezepte vielleicht. Das ist natürlich eine hervorragende Idee. Andererseits, meines Wissens, gibt es irgendwie über 10 Original-Sachertortenrezepte verschiedene. Ja. Das heißt, das ist irgendwie, ich finde das Rezeptbeispiel finde ich so schön, weil es irgendwie so bodenständig ist, dass man sieht, wie absurd diese ganze DRM und Intellectual Property-Thematik eigentlich ist. Ist ja insofern natürlich vergleichbar mit der ganzen, zum Beispiel Software-Patent-Geschichte, dass, wenn du kochst, nimmst du ein Grundrezept und wandelst das auf, ja, und machst auf Prinzipien. Und wenn ich jetzt hergehe und mir Softwarepatent hole auf irgendwas Grundlegendes, wie das berühmte XOR-Patent oder den Fortschrittsbalken, ist es ungefähr so, wenn man ein Patent holt wie Zwiebelwürfeln und Anbraten als Grundlage eines Gerichts. Ja? Super. Da kann man ja froh sein, dass sozusagen die Kochkunst in großen Teilen weit älter ist als das Urheberrecht. Aber eben, das hat ja immer eine weitere Implikation, weil die Sachertorte zum Beispiel, da geht es ja dann um Markenrecht und das hat ja dann vielleicht wieder irgendwie Sinn, also es gibt ja regionale Spezialitäten und so, also kann man eigentlich auch schön aufzeigen, dass das Ganze mit sogenannten geistigen Eigentum auch kompliziert ist, weil die Möglichkeit ist dann kann man zwar sagen, wir sind das Hotel Sacher und das ist unser Name und nur wir dürfen Sachertorten verkaufen, aber alle anderen haben dann eine Haustorte, die schmeckt gleich gut oder besser und sozusagen dann ist das vielleicht auch wieder ein Kompromiss und so. Nicht? Aber ganz furchtbar ist natürlich, wenn eben ein Patent auf schokoladelastige Kuchen mit Marillenmarmelade und dicken Schokoladeüberzug drauf ist, dann ist es halt ein kulinarischer Verlust für die Welt und wahrscheinlich die dann das Patent haben, haben vielleicht auch gar nicht so viel davon und so. Ja. Also, ja, es war nur so ein kleiner Exkurs und so. Ein Abstecher. Und sonst vielleicht Quintessenz, weil wie Quintessenz ist ja auch bekannt, da gibt es ja am Freitag regelmäßige Treffen und da ist auch die kulinarische Versorgung teilweise immer zumindest gewährleistet und durchaus interessant. Ja, zumindest mit Wurstzemmeln. Naja, aber sozusagen, was macht ihr noch? Also Kochen bei der Quintessenz, gibt es da noch was? Bier trinken? Ja, Bier trinken und die guten Gewürze irgendwann einmal, aber was weißt du, man darf das nicht so laut sagen. Und auf jeden Fall ist es immer relativ gemütlich an den Freitagen bei uns und es geht natürlich auch immer um Themen und es gibt da Themenabende, Workshops und auch relativ große Veranstaltungen. Ich glaube Big Brother Awards dürfte eigentlich ein Begriff sein. Wir sind schon hier, andere meinten wir sind nicht hier. Sie haben nur in einem gewissen Panel nicht teilgenommen, aber wir haben da oben unsere Homepage und erzählen euch gerne was über die österreichischen Big Brother Awards. Genauso machen wir Konferenzen zu Datenschutz, Privacy, auf Lobbying, so Data Retention, politisches Lobbying, Softwarepatente, Videoüberwachung und so weiter. Und auch freie Software, freier Zugang zu Informationen und den Tools der Informationsgesellschaft. Linux-Wochen ist ein Projekt, das wir sehr stark mitveranstalten. Eine Roadshow durch alle Bundesländer Österreichs mit jedem Wochenende einer Linux-Veranstaltung in einem anderen Bundeshauptstadt oder Landeshauptstadt. Und viele werden vielleicht da den Newsletter von uns kennen, die Kudibäsche, ehemals entstanden aus, ich glaube, dem ersten E-Sign europaweit oder Österreich, in Österreich. Da gibt es einmal aktuelle Informationen zu Datenschutzthemen, Privacy-Themen und was man halt sonst in den üblichen Medien nicht so schnell liest. Das wird halt dort veröffentlicht. Keine Sorge, die Bullen lesen auch mit auf dem Newsletter und das informieren sie immer, was wir über sie so schreiben. Ja, aber wir sind ja generell ganz gut informiert, was die Bullen machen, in welche Fenster sie gerade schauen mit ihren Überwachungsvideokameras und dergleichen. Das gehört ja einfach
Das war übrigens der Vortrag, der am ersten Tag war. Ich nehme an, ihr habt den auch nicht gesehen. Beziehungsweise, wer ihn nicht gesehen hat, der wird heute um 15 Uhr bei uns am Stand oben wiederholt. 15 Uhr wiederholt in Ausländisch. Ich spreche Englisch. Ist das richtig, Martin? Der Martin ist schon wieder fort, ne? Der ist gerade gestanden. Der hat uns beim Kochen gesehen, war entsetzt, wie wir uns aufführen. Und hat sich gemeint, er geht wieder. So, jetzt werden wir ein bisschen Salz reingeben. Ein bisschen mehr Knoblauch mit dem Salz. Ja, nein, mit Alter, das machen wir schon. Das, da gehört Salz schon noch was dazu. Manche im Publikum finden sicher, du redest auch ausländisch, Hans, oder wie alle ein bisschen, nicht? Aber das ist nur so als Randbemerkung. Das ist wienerisch, also. Das ist also in Abhofdeutig Inland. Das heißt, Ausland ist ja draußen. Ja, alles, was außerhalb von Wien ist, ist immer irgendwo in Pakistan und so. Ne? Also da haben wir gerade Pfeffer und Paprika als eine weitere Variation von diesem Gericht, weil wir können uns damit auch relativ leicht ein Puttengulasch machen. Funktioniert genauso. Die Fleischstücke muss man allerdings ein bisschen größer schneiden, weil wir brasseln wieder das Fleisch und die Zwiebeln an, löschen, nehmen, das ist schon fertig, nehmen aber dann das Fleisch wieder raus, löschen das mit ein bisschen Wasser ab. Alter, das ist zu wenig Wasser. Deine 3 Liter waren zu wenig. Ja, du brauchst jetzt keins nachfüllen, das ist gestrichen. Na, Wasser nachschütten, wenn das Nudelwasser schon kocht, ist eine ganz blöde Idee. Ja, sage ich. Weil dann wird es kalt und die Nudeln werden ein Gatsch. Bevor man die Nudeln rein tut, geht es allerdings schon. Ja, ja, nur wenn es drin sind. Ja, genau. Gut, aber das wird sich herausstellen. Können wir das in vielleicht noch ein wichtiger Punkt zu Nudeln, zumindest irgendwie zu den italienischen Standardnudeln wie Barilla oder Buitoni. Was dort draufsteht an Kochzeit stimmt. Ich stelle mir inzwischen auf mein Handy den Wecker auf die 8 Minuten, 11 Minuten, was auch immer, wenn ich es reinwirf und nimm es dann raus, der passt nicht kostenlos. Also deshalb würde ich dich jetzt für die Überprüfung der Zeit ersuchen. Schaust du mal nach, was da Gescheites draufsteht, was nicht, dass ich keine Brille habe. Also, funktioniert das nicht so richtig? Das sind aber jetzt auch philosophische Fragen. Ich finde es super, wenn man ab und zu eine Nudel rausnimmt und dann den Prozess kontrolliert und so. Das ist mir inzwischen aber zu spät. So. Aber so viel Zeit muss sein beim Kochen. Okay, ich brauche einen Löffel zum Kosten. Okay, wir waren beim Puttengulasch. Wir haben also Fleisch wieder rausgenommen, geben ordentlich Paprika dazu, löschen es mit ein bisschen Wasser ab, geben dann noch Pfeffer dazu, geben dann, lassen es nochmal aufköcheln, geben dann Creme Fraiche dazu, ordentlich, lassen es wieder ein bisschen aufköcheln und geben erst dann wieder das Fleisch dazu. Fertig ist das Puttengulasch, mehr brauche ich nicht tun. Also einfach Zwiebel anrösten, Puttenfleisch in größere Teile, also so ungefähr 3 cm, 3-4 cm, dass man es wieder rausnehmen kann. Rein, anrösten, rausnehmen, Pfeffer, Paprika dazu, ablöschen, nochmal aufbrasten lassen, Creme Fraiche dazu, das Fleisch wieder rein. Das dauert ungefähr 15 Minuten, man hat ein fertiges Puttengulasch. Mein Lieblingsgewürz, Knoblauch. Ja, bitte, wenn geht schon frisch. Ich meine, da jetzt aus. Ja, normalerweise macht man das frisch. Ja, normalerweise hat man so Knoblauchzehen und eine Knoblauchpresse. So heißt es. Ich weiß, dass das Zehen heißt. Ist uns allerdings aus der Zeit heute da nicht möglich. Wobei, wie soll ich sagen, also die Zehe ist ja eigentlich eine winzige Einheit. Die Knoblauchknolle oder das Happel ist die korrekte Einheit für eine Speise, oder? Weil man zwei Knoblauchzehen irgendwo rein tun. Naja, in Salat. In Salat, okay, aber man in sowas könnte man schon Happel rein tun, oder? Ja, man hat einen Happel rein, genau. Man nimmt ja normalerweise ein bisschen mehr von dem, nur ich kenne diese Wachsituation nicht richtig, sage ich dir ganz ehrlich. Aber es wird relativ aber gut, wird kann man da vielleicht mit der Kamera mal reingehen? Dass man das hat er schon einig. Alle okay. Sehen das schon. Ich wollte nur mal auf dieses zurück, wir gehen dann eh nochmal zur Quintessenz, aber nur dazwischen, das Kochen für Nerds. Ich denke mal, das sind ja doch sehr sitzende Tätigkeiten. Also ich stelle mir mal vor, die Leute, die sitzen vor dem Rechner seit 8 Stunden, haben schon großen Durst, seit 4 Stunden müssen sie aufs Klo. Es ist jetzt irgendwie 6 in der Früh und wenn sie dann am Klo waren und schnell was getrunken haben, dann kommen sie drauf, sie haben Hunger. Können Sie da ein bisschen eingehen auf Essen für Menschen mit langanhaltenden sitzenden Tätigkeiten? Naja, schaut es mir einmal an. Der hat ein Beicherl.
dass er jeder zum Lachen kennt, dort anfangen. Dann gibt es eine andere, braucht man nur den armen Gono da hinten anschauen, der kann sich nur mehr mit diesen Spezialgetränken, wo man keinen Hunger hat, leisten. Ja, irgendwie. Der Gono ist Visualist, das ist wieder was anderes. Ja, du meinst. Der muss immer laufen und die Kabeln von den Videoanlagen und sowas. Der. Ah, okay, das war jetzt genauso wie beim Puttengulasch, Creme Fraiche dazu. Brauchen wir noch ein Pech? Ja, das auf jeden Fall, ihr findet, Nerds müssen nicht auf Creme Fraiche, Speck und solche Sachen verzichten. Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ein bisschen Bewegung kann aber nicht schaden. Ja, er steht ja da und dort kochen. Aber ich meine, das ist dazu schon sind wir in der Einleitung ja darauf schon eingegangen. Also mit der Bewegung meinst du? Ja, im Großen und Ganzen. Okay. So gut, okay, das haben wir auch besprochen. Okay, das Ganze lassen wir jetzt mal ein bisschen durchköcheln, ja, währenddessen die Nudeln mal kochen sollten. Die Draht ist schon um, macht ja keine Sorgen. Viel Wasser haben wir aber nicht, gell? Wir haben noch 2 Liter. Da bin ich froh. Ja, ist jetzt die heiße Phase dann wieder so weit, dass wir quatschen noch ein bisschen über. Ja, na gut, wir kriegen es noch. Ist der Zeit. So. Ist jetzt die Nudelkochzeit eigentlich schon verifiziert? Ist fast weg. Ist verifiziert und am Handywecker eingespeichert. Okay, also unsere Gäste erfüllen da wichtige Funktionen in der Küche. Ja, gehört es ja. Darum heißt es auch, wir sind ja irgendwie ein Kochteam. Kochen ist ja überhaupt irgendwie, wenn man so einrichtet, das ist eine soziale Angelegenheit, nicht? Weil es ist immer toll, wenn wir zu dir nach einem Freitag, Samstag in der Früh morgens, zu dir kommen, du den großen Nudeltopf rausholst, ein paar der Knoblauchzehen zurecht schneidest. Und dann machst du das Spezialrezept, das musst du uns auch noch erklären. Na, welches von meinen Spezialrezepten? Na, dieses tolle Nudel. Ich kann nur ungefähr 4 Dinge kochen. Nicht? Das heißt, das sind irgendwie alles meine Spezialrezepte. So wie der Assistent im Hitchhiker's Guide, wo er irgendwie das Sandwich machen perfektioniert. Nicht? Sandwich ist ein gutes Stichwort. Und zwar Mozzarella. Nein, Mozzarella? Danach. Mozzarella-Toast kann man auch machen. Aber was immer sehr praktisch ist, wenn man vielleicht mit dem Kochen beginnen möchte, ist ein Sandwich-Toaster. Und zwar, das ist so ein Toaster, wo man den Toast hineingibt und man kann den auch ein bisschen fetter befüllen. Es kommen dann so 3 Scheiben raus, kann man dazugeben, Tomaten, Mozzarella, Käse, was man jetzt auch daheim findet, was halt noch irgendwie im Kühlschrank herumlungert. Wenn man irgendwie am Sonntag merkt, ich hätte am Samstag einkaufen sollen, das funktioniert prima. Und man kann dann auch für mehrere Leute. Toast ist schnell mal gemacht, man kann dann auch mehrere Leute versorgen. So Sunday Chill Out, irgendwie hat man es geschafft, um 9 am Sonntag doch noch nach Hause zu kommen. Die sich unterhalten wollen, sollen auch noch für sich rausgehen. Ja, weil hier, sie ist Kochen für Nerds und nicht unterhalten. Nein, wirklich, die unterhalten sich daher, da kann er was da hinten. Naja, aber ist ja ein bisschen gemütlicher. Ja, okay, gut. Na, dann ja. Ich bin da immer streng und streng, okay. Bitte, frage den Christian, wie streng ich bin. Was natürlich beim Sandwich-Toaster, was mir gerade dazu einfällt, ist irgendwie, du kannst damit ziemlich ad hoc an plötzlich aufkommenden Heißhunger, der manche Leute irgendwie spät in der Nacht noch ein Chick oder 2 befällt. Ja. Darum habe ich einen Sandwich-Toaster. Aber was. Apropos Sandwich-Toaster, Mozzarella, was auch gut kommt, also eigentlich muss ich meistens kochen, auch für andere Leute, wenn man irgendwie von Samstag auf Sonntag Nacht fort war und am Sonntag dann mit ein paar Leuten in der Früh in der Wohnung ankommt, die auch ebenso hungrig waren und auch überhaupt nichts im Kühlschrank haben. Was auch sehr nett ist, wenn man Mozzarella im Kühlschrank hat und Tomaten, das braucht man immer für den Sandwich-Toaster, deswegen habe ich sie immer daheim. Mit ein bisschen Basilikum, Thymian, Oregano. Und wenn man noch Balsamico, Essig und Olivenöl daheim hat, man schneidet die Mozzarella ein bisschen in Scheiben, legt die Tomaten ein bisschen dazwischen. Übrigens für Sandwich-Toaster sind diese Mini-Tomaten besser. Legt diese Tomaten ein bisschen dazwischen, so in Scheiben, so aufgereiht. Man macht dabei die Marinade, also den Balsamico-Essig mit dem Olivenöl, mit dem Thymian, Oregano, Basilikum und so weiter, mit dem Gewürz, was man so heimfindet, Pfeffer weniger. Macht das einmal an, ein bisschen Salz auch dazu, verquirlt das ein wenig und bringt das dann über diesen Teller mit den Mozzarella
Scheiben und den Tomatenscheiben auf. Gibt das Ganze dann 5 Minuten in die Mikrowelle, macht es ein bisschen warm. Das ist super nett. Es kommt einem vor wie ein Mittagessen an einem Sonntag, wenn man eh nicht mehr essen will, weil man am Samstag davor zu viel getrunken. Egal. Jedenfalls, das ist auch super Gericht und so ein paar Sachen sollte man immer daheim haben. Überhaupt so ein paar gesündere Tomaten, Mozzarella, auch ein bisschen Gurken kann man auch gut rein tun in Toaster. Ja, und wann dann die Tomaten und die Gurken nämlich schon irgendwie am Verwelken sind, dass man es eigentlich roh nicht mehr essen will, was einfach nicht mehr schön sind. Ich meine, ich rede jetzt nicht davon, dass das Zeug geschimmelt ist, sondern einfach nicht mehr ansehnlich. Macht man zum Beispiel Nudeln mit einer, was auch immer da ist, Soße, nimmt das ganze Gemüse, würfelt es, wirft es irgendwie, ja, Zwiebeln anbraten in Öl, eh klar, wirft das ganze Gemüse dazu und lasst es einfach einkochen zu einem Gemüsesucher. Nicht? Würzt das ab und geht schon. Und geht das jetzt schon in Richtung Spezialrezept oder? Das geht in Richtung eigentlich eines meiner Generalrezepte. Nicht? Das ist irgendwie so, ich bin ja mit einem fütterungsbedürftigen Kind ausgestattet und wenn der Befehl zum Kochen gibt, dann gibt es keine Widerrede, dann gibt es ja eine Papa, koch was. Da kommst irgendwie nicht aus, gibt es keine Widerrede und dann steht sie halt hier und da auch raus, irgendwie, na gut, es ist irgendwie, ich weiß nicht was, 7 oder 8 am Abend und eigentlich hätte ich doch was einkaufen sollen, was ist denn ja. Da? Die Nudeln sollten außerdem fertig sein, sagt mein Timer. Gut, aber das sollte man ein bisschen konkreter werden, weil ich glaube, mit dem Rezept kann man eine grauselige Pampe machen oder eben was, was kurz schmeckt und kann man vielleicht jetzt in Richtung Spezialrezept, kannst du ein paar Tipps geben, wie man aus allem, was man im Kühlschrank an Gemüse findet und an gewisse Zwiebeln sein Räucherlachsrezept ist echt super. Also die Räucherlachsrezept, den findest du normalerweise nicht im Kühlschrank, den Räucherlachs. Nicht? Aber das mit Gemüse, das ist einfach üben. Ich habe ja insofern keine fixen Rezepte mit Mengen oder irgendwas, sondern das ist üben. Und der Punkt beim Gemüsezucker ist, es kommt auf die Zeitachse an. Ja. Anfänglich ist das ganze Zeug relativ knackig und noch nicht wirklich durch. Und wenn es dann so schmeckt, dann ist es eher wie was weiß ich, chinesisches Zeug aus dem Wok. Und zum Schluss ist das Ganze dann schon eher ziemlich zusammengekocht, ziemlich pumpig, ist aber in der Hinsicht finde ich auch ganz lecker, weil sie da dann die Geschmäcker recht intensiv irgendwie in dem Zeug verteilen. Ja, aber zum Beispiel, was für Tomaten nimmst du? Gelatschte Dosen, geschälte Dosentomaten, passierte Tomaten, Tomatenmark, frische Tomaten, hast du das kommt am liebsten aber frische Tomaten, aber gute frische Tomaten. Nicht irgendwie das ganz grausliche Holland-Zeug. Das einfach würfeln, weil kommt einfach am besten. Oder irgendwelche, was weiß ich, Pelate aus der Dose, wobei man schauen muss, einfach diverse Sorten durchtesten muss. Also für mich gibt es da schon Geschmacksunterschied. Ja, da musst du einfach durchtesten, nicht unbedingt das Billigste nehmen. Ja, ist das zum Beispiel. Wir haben offenbar Probleme kurz mit dem Ton. Na? Jetzt? Wow. Gut, aber ist das jetzt zum Beispiel was Wichtiges, dass da genug Tomaten drin sind bei so einem Gemüsesucher? Oder? An sich schon, weil die Tomaten bei diesen Gemüsesuchers geben dem Ganzen einfach irgendwie die Grundlage. Nicht? Das ist das Zeichen, in dem der Rest schwimmt und die Tomaten sind ja das hier am meisten zusammenkochen, was dafür notwendig ist, dass das dann schlussendlich an die Nudeln kleben bleibt. Das ist ja so. Nicht? Weil wenn du jetzt irgendwie gewürfelte Gurken drin hast, die zerkochen sie nicht so irgendwie zu einer Sauce, sondern die bleiben immer fest. Nicht? Und das ist dann wieder mit den Nudeln problematisch. Und Gewürze, kann man den Knoblauch am Ende dazu hauen? Braucht man Oregano, kommt der am Anfang rein, am Ende nur so ein bisschen vielleicht noch? Die Gewürze, wenn du Trockengewürze nimmst, eher am Anfang, damit sie die irgendwie mit Feuchtigkeit vollsaugen können und das irgendwie dem restlichen, also ihren Geschmack verbreiten. Knoblauch eher am Schluss, weil sonst die Knoblauchgeschmäcker eigentlich ausgekochen aus dem Zeug. Nicht? Also kann man vielleicht sagen, es gibt einen Code, der ist relativ wichtig und stabil und dann gibt es einen Code, der ist sehr variabel und da kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja, soweit. Man soll es nicht anbrennen lassen, man soll es nicht zu lange einkochen lassen, man soll es vor allem würzen, aber das ist soweit relativ einfach. Gut, wie schaut das bei euch aus? Hat hier schon ein bisschen wenigen Augenblicken. Wir haben jetzt noch ein bisschen nachgewürzt. Das ist auch ganz wichtig, dass man ein bisschen probiert, wie es schmeckt, gerade wenn man was würzt. Nicht, dass es nachher so scharf ist, dass die Gäste den Notarzt brauchen. Oder
dass man gar nichts von den Gewürzen hier schmeckt, sondern ein bisschen ausprobieren. Das ist ja nicht wirklich schlecht, die Idee. So, wir haben das jetzt schon angerichtet. Wichtig ist natürlich einmal, dass man das optisch schön anrichtet. Also man hat jetzt jemanden zu Hause eingeladen und wenn man das einfach so die Nudeln auf den Teller knallt und das dann so drauf haut und dem hinschiebt, das kommt irgendwie nicht wirklich ästhetisch rüber und man isst ja auch mit dem Auge mit, deswegen ist es wichtig, dass man das so anrichtet, dass man gleich mal einen Gusto hat, Appetit, nur indem man drauf schaut. Also wir platzieren das jetzt ein bisschen in der Mitte. Wir haben es nicht, nein. Normalerweise gehört irgendwas ein Grünzeug nur drauf. Wie heißt das, Basilikum oder wie? Basilikum kann man zum Beispiel drauf tun. Basilikum wir eher eine tun und nicht dann zum Schluss drauf. Ja, aber oben lege ich das dann meistens drauf. Das ist ungefähr so, wie wenn ich ein Mojito mache und irgendwo noch dieses Blättchen drauf gebe. So, das ist aber fein. Wir können das abschalten. Wow. Sondern ich weiß nicht, wie lange wir jetzt gebraucht haben. Wir haben aber auch, glaube ich, Probleme gehabt mit dem Dimmer, mit dem Licht und mit zu wenig Volt. Wir haben jetzt, glaube ich, 20 Minuten netto gebraucht für ein fertiges Gericht. Endlich her. Stell es endlich her, die haben einen Hunger. Wow, das wir unseren Gästen gerne servieren wollen. Die ja, und wenn wir jetzt Essen anfangen, vielleicht können wir nochmal kurz zurückgehen zur Quintessenz. Da gab es schon noch ein paar Fragen. Ihr seid im Museumsquartier, ich finde das ja nicht so toll, weil da sind immer so viele Securities und irgendwie, könnt ihr vielleicht mal ein bisschen die Situation dort beschreiben, was ihr da an Nachbarn habt, an Beziehungen und ja, vielleicht ein bisschen was erzählen. Es war hier lange die Diskussion, Videoüberwachung, Mahlzeit. Sicherheitsdienste und so weiter. Man muss das natürlich immer differenziert sehen. Wir sind in einem großen Kulturareal, da gibt es eine große freie Zone für alternative Kulturanbieter. Dort haben wir ein Kulturbüro, genauso wie andere, Supernet, Monochrom, Medienkünstler, Musikleute, Visualisten, Architekten, ein wilder Mix aus der Medienkunstszene jedenfalls. Dort haben wir auch ein Kulturbüro. Unsere Erfahrung dort mit Videoüberwachung ist die, sie bringt eigentlich überhaupt nichts. Von einem Tag am anderen waren 29 Kameras da. Also Jungs, kurze Unterbrechung, sehr gut und so. Und das Saalpublikum, die haben nicht so große Töpfe und ihr seid alle leider. Ja, und es gibt keine Geruchsverstärkung. Pech gehabt. Von einem Tag auf den anderen, es ist ein bisschen phasenweise gegangen, aber sie haben 29 Videokameras installiert, um zu kontrollieren, ob jemand, da gibt es so grüne Sitzmöbel, ob jemand das um einen Meter verschiebt. Und der zweite Grund war, damit sie bei den hinteren Gängen überprüfen können, ob ein Sprayer irgendwo eine wichtige Botschaft in die Wand für sie schreibt. Sag bitte vorgeschobener Grund und nicht Grund, weil in Wirklichkeit gibt es keinen Grund für Videoüberwachung, außer in sehr eingeschränkten Fällen, sondern es gibt vorgeschobene Gründe derer, die sie installieren, nicht? Die irgendwie schlussendlich immer darauf hinauslaufen, die Bevölkerung sagt, es muss was geschehen, also hängen wir Kameras auf, dann ist was geschehen und erzeugen damit nicht Sicherheit, aber auf magische Art und Weise ein Gefühl von Sicherheit. Das ist eigentlich Voodoo. Wobei man das, es hat immer wieder auch in diesen Kulturbüros Einbrüche gegeben und enorme Sicherheitsprobleme. Das Einzige, was eigentlich gegen die Sicherheitsprobleme hilft, ist erstens, wenn Leute von den anderen Kulturbüros anwesend sind und drauf schauen, was passiert. Das hat schon vieles verhindert und auch. Und da muss man den Leuten vom Chaos Computer Club irgendwie Lob aussprechen. Auch wenn Securities da sind, wenn jemand da sich, der sich darum kümmert, muss er nicht irgendwie so ein Schlägertyp mit Baseballschläger sein, der beim Eingang patrouilliert. Aber wenn jemand in der Nacht um 4 in der Früh durchgeht durch ein Kulturareal, wo verschiedene Kulturanbieter ihre Büros haben, dann ist das die beste Form der Security. Wenn jemand schaut, dass alles zugesperrt ist. Wenn du eine Veranstaltung machst, wie zum Beispiel auch Big Brother Awards in Österreich, es ist 2 in der Früh, du hast noch enorm viel teures Equipment in der Veranstaltung drinnen stehen, dann bist auch ein bisschen froh, wenn wir waren in einem in einem Theater, Rabenhof Theater in Wien, eine sehr nette Kulturlocation, und du bist dann auch um 2 in der Früh nicht ganz unglücklich darüber, dass der Veranstalter auch einen Security hat, der kurz mal ein Auge hat auf den Beamer, den du gerade kurz deponiert hast im Eingang. Deswegen die Lösung, die hier gewählt wurde, kann man nur dem CCC Lob aussprechen, das hat super funktioniert. Das ist ja aber ein großer Unterschied, ob ich irgendwie durch die Gegend spaziere und ich sehe jemanden mit einem Security
T-Shirt an und warst, das ist Security. Und wenn ich mir jetzt in der Nase bohre oder am Sack kratze, dann sieht er mich. Und wenn ich was still, dann sieht er mich. Oder ob da überall Kameras rumhängen und ich die ganze Zeit eigentlich mich beobachtet fühlen muss und entsprechend in meiner Entfaltung und wenn es nur ums Nasenbohren und Sackkratzen geht, eingeschränkt bin. Nicht? Oder mich in eine Ecke stellen und mit irgendwem knutschen oder irgendwas. Nicht? Ich meine, es gibt ja eine ganze Menge Dinge, die man auch, wenn man angeblich nichts zu verbergen hat, vielleicht doch nicht in den Augen der Öffentlichkeit machen möchte. Es gibt ja ganze DVDs, wo man Videos kaufen kann, was halt so Leute vor Überwachungskameras getan haben. Ich glaube, das kennen Sie sicher aus diversen Dokumentationen, was da im Fahrstuhl passiert und was die Überwachungskamera mitschneidet. In manchen Staaten ist das nicht illegal, das zu veröffentlichen. Was der Hans jetzt vorbereitet, ist schon sein nächstes Rezept. Das ist Äpfel im Schlafrock oder, wie man auf gut Wienerisch sagt, Apfelspalten. Das Ganze ist eigentlich ein Pfannkuchenteig, Eier, Milch dazu, etwas Mehl, etwas Salz, gut durchquirlen. Wir haben da einen Stabmixer. Und kann man auch als Basis für viele verschiedene Rezepte verwenden. Machen. Man kann diese Apfelspalten machen, man kann Bananen damit herausbalken, man kann genauso aber die Eier und dann teilt und kleine goldgelbe Stückchen damit macht. Noch die kleinen gelben Stückchen. Ist das Haas oder das Odrat? Ja, das ist damit drauf. Und eigentlich kann man da auch wieder alles reinwerfen, was man im Kühlschrank findet. Was, zu den Apfelspalten oder was? Zum Pfannkuchenteig und mit Ziers und Gemüse kann man auch damit, also. Also es sind natürlich auch die Geschmäcker verschieden. Ich habe jetzt zum Beispiel in meine Ex-WG nach Berlin so Früchtebrot mitgebracht und das wird da mit Käse gegessen, was man in Österreich eher nicht so macht. Also kann man vielleicht zu den Apfelspalten alles Mögliche dazugeben oder immer nicht. So, ich leg das einmal auf die Seite. Aber eigentlich wollte ich nochmal zurück. Ich wollte eigentlich wissen, was die Quintessenz dann so macht zur Videoüberwachung. Ihr habt sie ja schon vor die Kameras aufgesetzt, haben wahrscheinlich was gemacht. Könnt ihr mal ein bisschen beschreiben, wie ihr euch das Thema sozusagen verfolgt? Lass das einmal in Christian sagen, mit und da weiter. Ja, du bist am Essen. Ich will nicht allzu laut ins Mikro schmatzen. Naja, was haben wir gemacht? Wir haben im Prinzip, es ist ja niemand gefragt worden. Ja? Das ist ja ein bisschen ein Problem mit zumindest diesem Museumsquartier, dass dort kein wirklicher Dialog stattfindet zwischen dieser Errichtungs- und Betriebs GmbH und den Mietern. Die werden da mehr irgendwie so wie die Kindergartenkinder behandelt. Und dann wird halt beschlossen, es wird eine Videoüberwachung geben und irgendwann erfährt man es oder sieht halt Videokameras herumhängen und denkt sich, hallo, was ist da los? Schickt Leute aus zum Fragen, was ist denn da los? Na, die haben wir jetzt aufgehängt, aber eigentlich schauen wir uns die Bilder nicht an, weil wir wissen eigentlich noch nicht, wie wir das technisch lösen wollen. Gehst rüber zur Portierszentrale und siehst den Toten vor dem Flachbildschirm sitzen, wo die Bilder drauf sind. Das heißt, sie belügen die. Was wir dann gemacht haben, ist einfach dokumentiert, wo diese Kameras hängen. Das auf einer Karte eingezeichnet und das ein bisschen zu einem Spiel verarbeitet. Wir haben so eine permanente Videoinstallation, wo wir halt mit verschiedenen Inhalten bespielen und das einfach zu einem Spiel gestaltet, so Rundgang durchs Areal und Kameras finden und suchen. Wahnsinnig ist ja nicht. Wirkt offenbar auch so weit, dass irgendwann mein Sohn und der Sohn von einem Quintessenz-Kollegen Freitagabends irgendwie um 10 oder 11 oder 12 durchs Areal spaziert sind und eben diese Kameras alle finden wollten und dann von den Museumsquartier-Securities angewiesen worden sind, das gehört nicht und geht's weg und das darf man nicht. Ja. Das heißt, irgendwie ist da offenbar schon ein Gefühl, hups, wir sind erwischt worden und wir tun was wir nicht dürfen oder so drin. Wobei, helfen tut es nichts, es gibt nach wie vor die Kameras. Nicht? Wobei man dazu sagen muss, ähnlich wie der Situation beim BCC hier, es sind zwei Beamer geklaut worden im Museumsquartier. Versicherungssumme 16.000 Euro, die Versicherung hat das erste Mal gezahlt und die Auflage gestellt.
Wenn ihr wollt, dass wir Schäden nochmal erzahlen durch Diebstahl, dann müsst ihr in diesen Räumen, wo diese Geräte hängen, Videokameras installieren, ob ihr wollt oder nicht. Sonst bieten wir euch die Versicherung mit Diebstahl nicht mehr an. Also das war ja hier genauso der Fall. Also die Versicherungen nehmen das auch als Bedingung, dass, und gerade so ein Veranstaltungsbetrieb wie hier kann es auch nicht leisten, wenn von einem Tag auf den anderen zu viel Equipment wegkommt. Naja, das Problem ist halt das, ja, kleine Anekdote irgendwie aus meinem Erfahrungsschatz. In einer früheren Firma, in der ich gearbeitet habe, sind irgendwann auch Notebooks gestohlen worden. Dann hat die Geschäftsleitung beschlossen, na, wir hängen jetzt Überwachungskameras vor den Eingang von einem Gebäudeteil. Zwei Kameras in so einen kleinen Zwischenraum, eine in die eine Richtung, eine in die andere Richtung. Man müsste also jemanden sehen. Dann sind wieder ein paar Notebooks gestohlen worden. Man hat das Material ausgewertet. Man hat zwei Dinge drauf gesehen. Ja, das erste ist, den Dieb mit Kapuze, der genau gesehen hat, wo die Kameras sind, der den permanent den Rücken zugewendet hat, der nicht zu identifizieren war. Und zweitens, ein Mitglied der Geschäftsleitung, der am Abend als letzter gegangen ist und vergessen hat, die Türe zuzusperren. Ja, ich hab das vorher ja ein bisschen allgemeiner gemeint. Die Quintessenz tut ja nicht nur irgendwie kochen, sondern ihr versucht ja, glaube ich, ein bisschen auf Politik einzuwirken und so. Und ich habe jetzt gemeint, beschäftigt euch das Thema auch schon länger mit Kameras und sozusagen, hat es da davor schon Sachen gegeben oder ja? Also, naja, ich hole mich ganz weit aus. Wir machen seit 7 Jahren in Wien rund um den Nationalfeiertag die Big Brother Awards. Und ja, da gab es schon einige Dinge, die rund um Überwachung sind, wie zum Beispiel in Wien, Berlin kennt ihr es. Es sind ja bei euch großteils alle Straßenbahnen mit Kameras verseucht. Bei uns fängt es jetzt ganz frisch an. Das ist das jetzt zu den Kameras. Was wollte ich noch dazu sagen? Also die Überwachung wird immer stärker. Es stellt sich für mich persönlich, nicht für die Quintessenz, für mich persönlich die Frage, wohin geht das? Was haben Sie für Ziel? Was hat das Kapital für Ziel dabei? Ich bin an und für sich auf eins draufgekommen, dadurch, dass die Technik nicht so viel kostet wie der Mann, der einfach darauf aufpasst, stellt halt einfach dort was hin, dass dahinter Menschen sitzen, wissen wir auch, dass diese Menschen ja, wenn der, weiß ich nicht, 8 Stunden vor seiner Kamera, vor seinem Monitor sitzt, ja, dass er sich an und für sich andere Dinge auch anschaut, wenn er die Möglichkeit hat, dann wird er das tun. Wie also eine Londoner Studie hat ergeben, dass nicht gefährliche Koffer das sind, wohin die Sicherheitsleute zoomen, sondern im Normalfall sind es weibliche Oberweiten und die Kehrseite weiter unten. Also darauf wird gezoomt in London in den U-Bahnen. Das heißt, eine große Spanneinrichtung quer über London, aber Verbrechen verhindern. Nein. Aber vielleicht doch nochmal zurück zur Frage, was wir eigentlich tun. Was wir tun ist unser Newsletter, die Q-Depesche, wo man sich einfach subscriben kann auf quintessenz.org. Du hast da außerdem... Ja. Ja, wir probieren Campaigns zu machen, in Zusammenarbeit mit diversen anderen europäischen Organisationen, sind Mitglied von EDRI, European Digital Rights Initiative. Softwarepatente haben wir sehr, sehr stark mitgearbeitet. Haben wir sehr stark mitgearbeitet in der österreichischen Community mobilisiert. Es geschafft, ich glaube, die erste Nerd-Demo mit wirklich, ich weiß nicht, doch einigen 100 Leuten, erstaunlich viele, hätte man es nicht erwartet. 800 Teilnehmern. Mit 800 Teilnehmern auf die Straße zu stellen. 800 Teilnehmer sind von der österreichischen Wirtschaftskammer, also der Handelskammer, der Wirtschaftsvertretung, aus dem größten Saal nach einem christlich-sozialen Politiker benannt, zum Europäischen Patentamt marschiert. Wir haben in dieser Wirtschaftskammer auch die Demo vorbereitet, schöne gelbe Luftballons, und sind dann zu einer Kundgebung, Richard Stallman hat vor dem Europäischen Patentamt noch einen kurzen Vortrag gehalten, sind dorthin marschiert und haben dann so Luftballons mitgehabt, haben die zusammengebunden und die hat man dann mit den Straßenbahnen und dann mit den Oberleitern, die Oberleitungen so halten, so aufhängen können, dass diese No Software Patents genau über den Fenstern der Mitarbeiter des Europäischen Patentamts gehangen sind. Wir haben das kontrolliert, es sind halt noch ein paar Tage lang gehangen. Das war auch eine der netteren. Ja, und sonst neben Aktionen, wie sie halt anfallen von den Themen, die
die irgendwie gerade am Tapet sind, machen wir im Prinzip zwei große Veranstaltungen im Jahr. Das eine ist Big Brother Awards, wo wir Mitorganisatoren sind mit diversen anderen Gruppen. Das heißt, Negativpreise für Leute, die sich um den Datenschutz nicht scheren. Wo wir eben auch schon einige Nominierungen und einige Preise hatten für Videoüberwachung, um wieder zum Thema zurückzukommen. Und andererseits die Linux-Wochen, das heißt der Linux-Community-Vortragskonferenz-Veranstaltung quer durch Österreich. Weil kurz Thema Videoüberwachung angesprochen war, also das Thema Videoüberwachung ist seit Anfang der Big Brother Awards immer wieder unter den Nominierungen, unter den Preisträgern. Also das Thema gibt es nicht erst seit den letzten zwei, drei Jahren, also seit 99, seit 2000 ist das ein Thema, was jede Big Brother Awards zumindest unter den Nominees ist und teilweise immer wieder unter den Preisträgern. Kurz zum Kochen, ich brate jetzt die Apfelspalten an, also die Äpfel, die wir da in den Pfannkuchenteig gegeben haben. Könnte ich natürlich auch als Ganzes hineintun und dann Pfannkuchen machen und dann umdrehen, aber wird wahrscheinlich jeder wissen, wie das geht mit dem Pfannkuchenschupfen. Ich mache das hier jetzt nicht, weil... Wissen und Können ist aber gerade in der Hinsicht ein großer Unterschied. Wir trauen uns nicht, weil was ist, wenn das da umbicken bleibt? Was machen wir dann? Ja. Mehr. Ja. Also ich wollte das nur gerade vorschlagen, weil ich bin jetzt ziemlich schott, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich denke mal, ja. Das war jetzt was, was man als Fingerfood dann ans Publikum ausgeben könnte. Also wäre jetzt einmal ein Vorschlag. Ja, kennt man. Wollt ihr dafür? Ja, okay. Dann werden wir. Es werden aber trotzdem einige hungrig sein. Also seid nicht neidig, beißt. Das kann man noch immer teilen. Jede dieser Apfelspalten kann man. Okay, das werden wir jetzt auch noch. Eine kochtechnische Frage. Was machst du jetzt, damit er das nicht anbrennt und anklebt in der Pfanne? Wir drehen es erstens mal regelmäßig um. Wir backen das jetzt mal goldgelb raus und wir haben eine Mischung aus Öl und Margarine. Das macht es auch. Also ich mache es ja am liebsten mit Schweineschmalz. Das ist voll Teufel. Das ist aber voll nicht vegan. Ja, so ist das es. Das sicher nicht, aber... Gut, dass ein Eier drin. Er kommt ja vom Land. Man hat aber das Risiko dabei, dass es wesentlich leichter anbrennt. Also diese Mischung Öl-Margarine ist ideal. Ja, schäle ich jetzt noch ein paar Äpfel. Ja, man muss ja dazu sagen, das mit dem Schweineschmalz, früher war das ja sehr verbreitet. Ja. Und es heizt dann aber sicher, gibt es noch viele Leute, die sagen, echtes Wiener Schnitzel kann man eben nur im Schweineschmalz machen. Das schmeckt einfach ganz anders. Bei den Süßspeisen ist etwas aus der Mode gekommen, aber bei älteren Damen in Österreich, glaube ich, auch durchaus noch wird das verwendet, besonders am Land. Na gut, ich würde dem Ernst vorstellen, fangt einmal was an zu plaudern über die Big Brother Awards, weil wir können euch einen Querschnitt zu den Big Brother Awards, ein kleines 5-Minuten-Filmchen dann vorführen, das der Gono für uns jetzt dann anschließend abspielt. Er braucht circa noch eine Minute. Also wir hatten dieses Jahr das erste Mal die Veranstaltung nicht im Flex, das heißt, das ist so wie vielleicht bei euch früher mit der Tresor war, sondern sind in ein Theater gegangen. In ein sehr cooles Theater. Ob es cool ist oder dahingestellt. Ja, wobei, was ja wirklich relevant ist, dass das Publikum ist ja nicht die Location, die sie nicht kennen und die weiß ja nicht, ob sie vorhaben, jemals in ihrem Leben nach Wien zu fahren oder nicht, auch nie sehen werden, sondern einfach, worum geht es bei den Big Brother Awards? Es geht im Prinzip darum, auf die Thematik der Datenschutzverletzungen aufmerksam zu machen und wir haben heuer probiert, ein anderes Publikum anzusprechen durch einen anderen Auftritt, durch eine andere Location. Haben uns selber gefürchtet, dass uns irgendwie mit dem Wechsel der Location die Besucher wegbrechen werden und waren voll bis auf den letzten Sitz und haben das, glaube ich, ganz gut rübergebracht. Ich weiß nicht, wann ist das Video? Jetzt ist das Video soweit. Es kommt, es wird jetzt für euch abgespielt. Die Big Brother Awards. Dies ist ein Negativpreis, den private Organisationen, Firmen und Regierungsstellen dafür erhalten,
dass sie sich durch die Nichtbeachtung der Privatsphäre und des Datenschutzes besonders hervortun. Seit 1999 gibt es diesen Preis auch in Österreich. Bereits zum 7. Mal fanden heuer die Big Brother Awards statt. Dieses Jahr wurden die Negativbeispiele des Datenschutzes und der totalen Überwachung im Wiener Rabenhoftheater gekürt. Schon beim Eintritt zur Gala mussten strenge Sicherheitsvorkehrungen wie etwa Gesichtskontrolle und Bodyscan überwunden werden. Bitte die Tasche öffnen. Taschentücher. Sind Sie krank? Was ist da drinnen? Angesichts des allgegenwärtigen Kontrollwahns fragten wir Doris Kaiserreiner, Obfrau der Quintessenz, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, gegen den großen Bruder anzukämpfen. Ja, auf jeden Fall. Also aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht macht es Sinn. Immer mehr, wenn ich das so beobachte, die letzten 7 Jahre, die Medien berichten immer mehr, immer sozusagen gehaltvoller über die Sache. Und über sozusagen die kulturelle Schiene, über so ein Event, das sozusagen auch ein bisschen Spaß macht und die Sache teils sehr ernst, teils nicht so ernst nimmt durch sozusagen Acts, hat man einen anderen Zugang zum Publikum. Sekündlich, da fließen die Daten direkt zu den Illuminaten. Sie hocken als Cookies im Internet-Cache. Jesus, na, ich hab einen Flash. Die Medien helfen uns, unsere Message weiter zu verbreiten und das ist ganz wichtig. Wichtiger als sozusagen der heutige Abend ist sozusagen kontinuierliche Beobachtung über das Jahr hinweg. Das Problem bei diesen Veranstaltungen, und das wird, glaube ich, beim Big Brother Award relativ gut gelöst, ist, dass man natürlich eigentlich einem Laienpublikum Sachen vermitteln muss, die relativ komplex sind. Das heißt, man hat es auch gesehen beim Hermes zum Beispiel. Der Hermes muss auf der Bühne stehen und erklären, warum Google böse ist. Und erstmal verbinden die Leute mit Google was sehr Positives. Also man hat eine Maschine, die relativ gut funktioniert, mit einem relativ guten Algorithmus. Man gibt seine Sachen ein und findet es halt. Und gleichzeitig dann sagen, zu erklären, was Google ist, wo das herkommt und warum das jetzt im Moment nicht so positiv ist und was Google versucht. Da hat man dann wieder Hermes die eigenartige Aufgabe, in 2 Minuten quasi einen 2-Stunden-Vortrag reinzupacken. Am Anfang war das ja irgendwie recht super und lässig und da haben wir alles gefunden und holen da rum. Aber dann kam zuerst einmal dieses Gmail, also so eine gratis E-Mail-Möglichkeit, genau, wo sich die Leute von Google gedacht haben, na, da machen wir unverbindlich und themenbezogen so sympathische Werbemails schicken wir dann mal. Doch Googles Datengeilheit reichte nicht aus, um einen Big Brother Award zu erhalten. Stattdessen gewannen in der Kategorie Kommunikation die Hersteller des beliebten Online-Strategiespiels, das ihre Hard- und Software bis zum Gegner mehr belastet, World of Warcraft. In der Kategorie Behörden und Verwaltung ging der Award an die unabhängigen österreichischen Richter, Zahl der Handyüberwachung explodiert, Kontrolle versagt. Für den Kick-Off zur schleichenden Verwandlung von Staatsbürgern in gläserne Patienten geht ein Big Brother Award in der Kategorie Politik an Gesundheitsministerin Maria, auch wir lieben Mensdorf-Boyi, Rauch Kallert! Aufgrund ihrer populistischen Überwachungspolitik gewannen in der Volkswahl die Wiener Linien, die trotz sinkender Kriminalitätsraten mit der Videoaufzeichnung in Stationen, U-Bahnen, aber auch Straßenbahnen beginnen. Ja, wie schaut es mit den Apfelspalten aus? Weil jetzt braucht man keinen Geruchsverstärker mehr. Ich glaube, die ersten Reihen auf jeden Fall, die sind schon ein bisschen angeschaut. Ja, die haben auch schon etwas bekommen. Es ist ja nicht so, dass wir... Wir arbeiten eh mal kurz da. Ja.
Jetzt muss ich kurz einmal ein bisschen. Fett. Kurz einmal ein bisschen was an der Pfanne tun und dann kommt schon die nächste Partie hinein. Wir haben hier noch jede Menge Teig und jede Menge Äpfel. Nein, jede Menge Teig ist nicht da. Äpfel aber den können wir schnell nachmachen. Ich hätte ja einen guten Vorschlag. Ja. Wir könnten ein paar, es gibt ja sicher Petitionen, die die Quintessenz unterstützt, auf europäischer Ebene oder so. Vielleicht kann man da ein paar sagen und wer unterschrieben hat, kann gleich vorkommen zur Apfelspalte. Jeder, der gegen Data Retention unterschrieben hat, auf dataretentionisnosolution.com. Und jetzt, wer hat nicht unterschrieben? Wir prüfen das nach. Wir prüfen es nicht nach, weil sonst wären wir so wie die anderen. Ne? Na, wenn es um die Apfelspalten geht, da muss man schon Ausnahmen machen. Du meinst, ja, hast recht, kann sein. Ja, ja, und zu Big Brother Award noch, weil das ist ja doch alles sehr österreichspezifisch. Aber vielleicht, wie seht ihr das so generell, das Lokalhandeln und irgendwie sozusagen... Eine andere Ebene, international, europäisch, also wie seht ihr das Verhältnis und so, dass man wieder ein bisschen irgendwie zu dem zukommt, was ja dann vielleicht für mehr Menschen interessant sind, die jetzt nicht in Wien sitzen? Naja, es ist andererseits in Sachen Big Brother, was ist zum Sagen, den gibt es momentan in was, 13 Ländern, 12, 13, 15 Ländern, ich weiß es gar nicht. Das heißt, das ist ja eine weltweite Idee, quasi eine weltweite Bewegung von Organisatoren, die sich gegenseitig halt kennen und Tipps geben und dergleichen und auch besuchen zu den Veranstaltungen. Ganz generell ist es natürlich wichtig, das Ganze zumindest auf einer EU-Ebene zu machen, weil was ist denn heutzutage noch irgendwie an relevanten nationalen Gesetzgebungen da? Das passiert eh das meiste auf der EU-Ebene. Da haben wir halt heuer zwei Dinge gesehen. Das eine ist, es hat funktioniert, die Softwarepatente-Sache, ja, da hat es großes gemeinsames Lobbying geben, ist von EU-Parlamentariern auch die Aussage gekommen, es war die größte und breitest gestreute Lobbying-Aktion, die sie je erlebt haben. Das hat funktioniert, den Müll haben wir abgewendet. Worauf natürlich vor zwei Wochen, wann war das? Irgendwie, wie soll 13, ich sagen? 14. Dezember. Mehr die negative Seiten daherkommen ist, ein bisschen die Euphorie zu dämpfen, nämlich Data Retention ist durchs Parlament durchmarschiert. Nicht? Und damit werden wir in Zukunft, ich wiederhole das irgendwie vollkommen unnötig, was eh jeder weiß, im Prinzip zwischen 6 Monaten und 2 Jahren oder vielleicht doch 15 Jahren, wie die Polen wollen, alle unsere Telekommunikationsverbindungsdaten, Internet und Telefonie gespeichert haben oder auch nicht. Ja, und da ist eben die Frage, weil die haben ja im Film gesagt, dass man die Presse eben braucht für den Big Brother Award, dass das das Wichtigste ist. Also zum Beispiel Data Retention, ist das was, wo man die Leute braucht und ist das ein Versuch, die Leute auch zu kriegen? Gerade im Fall von Data Retention ist es enorm wichtig, weil wir merken vor allem bei Fällen, die jeden angehen, Gesundheitsdatenbanken, Vorsorgeuntersuchungen, neue Bildungsevidenz, das heißt, von jedem Schüler, wenn in Österreich jetzt im Moment 5 oder sie wollen es machen, es weigern sich zum Glück genug, werden die Betragungsnoten, die Noten, was hat man in der Schule gemacht, 65 Jahre lang gespeichert. Video. Es sind 60 Jahre, und zwar 60 Jahre nach Abschluss deiner Ausbildungslaufbahn, sprich inklusive Uni. Also bis ich tot umfall. Wenn du so lange lebst. Da haben wir irrsinnig viel Feedback. Es gibt immer People's Choice, Volkswahl nennen wir das mittlerweile. Wir haben das alles wieder eingedeutscht. Da haben wir irrsinnig viele Nominierungen, auch von jungen Leuten in der Bevölkerung. Data Retention. Softwarepatente hat es auch enorm viele Nominierungen gegeben. Da haben die Programmierentwickler, die Linux-Benutzer sehr schnell überrissen, in welche Richtung es geht. Data Retention, obwohl wir sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, enorm viel publiziert haben, sehr viel auch in Online- und Printmedien darüber gestanden ist, das Feedback der Leute, die unterschrieben haben, die sich durchgelesen haben, war wesentlich geringer. Obwohl die Gruppe, die es betrifft, viel mehr. Also es betrifft 450 Millionen Europäer. Wenn wir jetzt sagen, Softwarepatente betrifft direkt 2 Millionen Entwickler in Europa und es haben trotzdem ungefähr 4-mal so viele Leute unterschrieben, so sagen wir mal vom... Ja, ist aber schwierig, weil andererseits musst du Data Retention einer viel breiteren Bevölkerungsschicht erklären, ja. Ja. Und es ist irgendwie, das haben wir ja gemerkt an der Diskussion, wie nennen wir denn das Ding, ja? Weil Data Retention ist eigentlich irgendwie so ein technokratischer Begriff, mit dem niemand was anfangen kann. Er kommt aus dem medizinischen Retention, das heißt eigentlich Harnverhaltung, daran kann man sterben, aber... Ja, aber der Punkt ist, wir haben noch nicht einmal geschafft, einen griffigen Begriff zu finden und man muss wirklich an die breite Bevölkerung, weil telefonieren tut ja im Prinzip jeder. Nicht? Bei den Softwarepatenten, wenn du zurückdenkst, die ganze Geschichte, die ganze
das ist ja, da hat ja zum Beispiel der FFI Aufbauarbeit geleistet in Sachen, einfach den Leuten das Problem klarzumachen, dagegen Lobbyismus zu betreiben, dagegen anzukämpfen. Ich weiß nicht, was seit 5 Jahren, seit 7 Jahren, wie lange ist das am Tapet? Softwarepatente läuft seit ungefähr 4 Jahren mit der Intensität. Man muss aber eins sagen, ich habe 2 Leute vom FFI bei mir mal einquartiert gehabt, die sich getroffen haben in Wien zu einem Meeting. Da gibt es echt Leute, die geben 2 Jahre ihr Studium und ihren Beruf auf, werden halt vom FFI ein bisschen finanziert und machen in der Zeit nichts anderes als Lobbying gegen Softwarepatente. Das hat mir schon irgendwie, ist immerhin sehr respektvoll, dass sich da jemand so reinhängt. Und das war auch der Grund, dass wir jetzt alle sagen können, wir waren total gut und haben in Sachen der Softwarepatente gewonnen, aber da war wirklich sehr viel engagierte Arbeit von vielen Einzelnen dahinter. Ja, wir zwei sind jetzt eigentlich satt und deswegen auch nicht mehr so ein Bedürfnis nach dem Mittagsschlaf. Es genau. Wird etwas schwieriger schon zu denken nach diesen ganzen feinen Speisen. Ja, aber wir haben noch immer 35 Minuten und wir sollten ja irgendwo noch ein paar mit was den herrlichen... Jetzt, was jetzt natürlich fehlt, aber da haben wir das Equipment nicht mit, ist, wie es gehört zum gescheiten Essen in Österreich, ist ein Kaffee ein heftiger. Ja, noch. Leider. Außerdem natürlich auch Zigaretten, aber... Hier ist irgendwie Rauchen nicht gestartet. Alles gestrichen. Da siehst du den absoluten Terror, ne? Das ist die Frage, für was andere 75 Euro zahlen, oder wie war das, 70, wenn sie nicht Zigaretten rauchen? Ihr 75 Euro. Ja. Aber so ist es, ne? Der Gesundheitswillen, ja. Das Gesundheitswegen. Du bist ja nicht Raucher, ja, du brauchst aber, ja gar nicht reden. Ja, aber mir ist das wurscht, wenn du rauchst. Ja, aber vielleicht das muss man wenn dann gescheit diskutieren, ich glaube, das lassen wir jetzt lieber. Und, okay, stellen wir noch ein Gericht vor. Zwar, was auch relativ nett ist, ist Scheiterhaufen. Also wir wollen jetzt niemanden verbrennen, aber ich nehme ein paar alte Kipferl. Ich habe mal Kipferl eingekauft, die sind leider alt geworden. Jetzt tu einmal Kipferl übersetzen. Hörnchen. Wie? Hörnchen. Hörnchen, ja. Ja, danke. Okay. Wobei man dazu sagen muss, es gibt ja nur dann croissantartige Hörnchen, Mürbelkipferl, so wie in Wien gibt es ja dann eigentlich auch nicht. Ja. Also im Prinzip würde ich für Scheiterhaufen sagen, alles was irgendwie in Richtung Weiß, also Weißbrot ja. Ist. Also aber süßes Weißbrot. Brötchen. Gibt es anderes als man süßes oder zumindest neutrales Weißbrot? Naja, es gibt es einen für Salzstangerl. Salzstangen für unsere deutschen Freunde. Salzbrezen. Ja. Und, die Türkisch, ja. Und das türkische Brot ist auch etwas salzig. Also ja, stimmt. Also unser mitteleuropäisches Weißbrot oder Weißgebäck, wir haben Salzstangerl. Wir haben also so Brötchen, die sind uns leider hart geworden. Was machen wir damit? Wir haben jetzt zufälligerweise Äpfel, weil wir gestern noch Apfelspalten gemacht haben zu Hause. Wir haben Eier zu Hause und ein bisschen Milch daheim, weil wir das ja gestern auch gemacht haben. Schneiden das in kleine Würfeln oder Scheiben. Verquirlen das die Eier mit der Milch, bisschen Salz und Zucker noch dazu, geben das dann auf die kleingeschnittenen Brötchen drauf, vermengen das noch einmal ein bisschen, aber nicht zu stark, wir verrühren es nicht zu einem Brei, und dann nehmen wir eine Pfanne, bestreichen die mit Fett oder in eine Backform, bringen eine Lage von diesen Brötchen auf und eine Lage Äpfel, eine Lage Brötchen, oberste Lage sollte natürlich immer Brötchen drauf sein, dann vielleicht noch ein bisschen Öl leicht drüber und dann ins Backrohr. Und das wird ein wunderbares Gericht. Ich brauche eigentlich nur die Reste verwerten, brauche nicht viel dabei dreckig machen und habe eigentlich einen Kuchen, der recht nett ist und gut schmeckt. Und ganz oben vielleicht Eischnee, sehr steif. Eischnee ist, oh, ja. Oh, ist ein bisschen an Zucker hätte ich auch noch reingegeben, ja. Aber okay. Ich meine, es sind ja Rosinen, die Vegetarier, Rosinen, ich mag die nicht. Die irgendwo weniger essen und nicht so schlank sind wie ich, die nehmen halt keinen Zucker. Aber ich meine, du kennst die Vegetarierin, die ich zu Hause habe. Also ja. Vegetarier sind nicht notwendigerweise Striche in der Landschaft. Okay, gut. Man kann auch vielleicht eins meiner vegetarischen Rezepte, wann ich was relativ selten vorkommt, irgendwie in der frischen Luft unterwegs waren, mir den ganzen Tag verausgabt habe. Ja genau, was macht die Quintessenz? Sie trifft sie irgendwie in ein Skisportgebiet und geht einen Tag lang rodeln oder zwar. Solche Dinge, dann kommst du heim und bist einfach ausgelaugt, weil du es ja nicht gewohnt bist, dass du dich körperlich betätigst, brauchst also kräftiges Essen. Man nimmt fertige Kartoffeln-Gnocchi,
soll es hierzulande auch geben, weiß nicht, ich war in keinem Supermarkt. Käse irgendwie mehr oder weniger den billigsten aus dem Supermarkt, so diesen 1 Kilo Gouda-Ziegel. Ist sehr empfehlenswert, sowas daheim zu haben, nicht so sehr für aufs Brot, sondern um es irgendwie zu diversen Gerichten dazu zu reiben. Zwiebeln, Pfeffer, Salz, das war's eigentlich, ja, ein bisschen Öl. Zwiebel, also Ringe so oder Würfel, ja genau, oder? Anbraten. Ringe sind irgendwie, wie soll ich sagen, einfach ästhetischer, finde ich dazu. Die Gnocchi in kochendem Wasser, so wie Nudeln kochen. Wenn die Dinger oben schimmern, sind sie fertig. Da braucht man ungefähr das doppelte Gewicht wie Nudeln, um die gleiche Sättigung zu erreichen, weil die Gnocchi irgendwie feuchter sind. Das heißt, die höhere Dichte haben. Danach einfach Gnocchi in einer Schüssel, Zwiebel drauf, geriebenen Käse drauf, in größere Mengen das alles durchrühren und das wird irgendwie, ja, Pfeffer, ein bisschen Salz, das wird irgendwie... Käse dazu. Habe ja gesagt, Käse, geriebenen Käse drauf, also nicht Hauptkäse, sondern eben diesen Gouda, das verklebt. Ähnlich und so. Die kann man mit Milch, ja. Eier, sprudeln, Mehl dazu und dann gibt es einen Spätzlehobel. Da hat man einen Hobel, führt den Teig rein, den man sich gerade angerührt hat, Salz darf man nicht vergessen. Und dann kommen so kleine Nudeln raus, die lässt man dann im Kochtopf mit heißem Wasser untergehen und wenn die dann aufschwimmen, sind sie fertig. Und das kann man dann zum Puttengulasch, was wir heute auch schon erklärt haben, super verwenden. Der Vorteil mit den Fertiggnocchi ist halt wirklich, das Zeug ist wirklich in 10 Minuten fertig. Ja? Stopp. Du kannst die anderen schneiden, die kämpft der hintere. Meine Freunde am Mischpult. Aber ja, wir haben euch nicht vergessen. Es gibt noch ein paar Abfallen. Hier gibt es noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Wir schauen auf die Uhr. Wir haben genug Zeit für euch noch die Abfallen zu machen. Ihr könnt es dann irgendwie... vorkommen oder so, oder mitmachen? Da gibt es ja noch eine Petition, was uns einfällt. Eine Petition. Wir haben keine Petitionen jetzt zum Ausfüllen da. Ich glaube, wir haben momentan keine aktuellen Petitionen. Aber irgendwie könnte man ja die Url durchsagen, wie man die Quintessenz findet, oder ihr wisst ja ohne dies alle aus. Die lange Url mit der ganz gegen Data Retention, also Data Retention is nosolution.com. Das müssen wir im Campaigning vielleicht auch noch lernen oder gemeinsam. So lange URLs sind nicht ganz ein Vorteil. Also, wenn man politische Campaigning-Arbeit macht, weniger Zeichen sind besser. Ja, aber das wird ja kalt, das müssen wir jetzt mal verteilen, ja, oder? Was da liegt. Ja, wir sind. Ja. Hast du schon was gekriegt? Wir haben noch was? Na doch, gib hintere. So. Was? Naja, da sind noch hinten. Nein, ich hätte ja gern auch drei Portionen geben. Das sind irgendwie so schüchtern. Bist du schüchtern? Ah, sie haben es. So, da. Ja, die. Apfel nehmen, weil ich bin Veganer oder nicht. Okay, ja, okay, kriegst du einen Apfel noch, ein leeres Spalterl. Super. Wer möchte gerne einen Apfel? Der komme her. Der auf die Seiten kannst du fangen. Du magst einen Apfel. Du möchtest einen Apfel und, die Dame möchte gerne einen Apfel. So, wer noch einen Apfel will, es geht sich noch aus. Ich habe noch genug Äpfel, du kriegst ihn an. Entschuldigung, du bist auch noch einer. Das wäre ja doch noch ein gesundes Kochen für Nerds, ja, wenn man dann zwar nicht so kocht, aber... zumindest sinnvolle Materialien. Die Dame da hinten, aus der letzten Reihe, der Mann mit der Brille. Vorsichtig möchte ich dich nicht treffen. So, einen habe ich noch. Gut, der Mann mit dem Eichhörnchen, oder wie heißt das Hörnchen? Posthörnchen. Ne, ist ja wurscht. Hörnchen ist Hörnchen. Also Eichhörnchen ist im Gegensatz zu Posthörnchen, zum Posthörnchen ein wirklich possierliches und nettes Tier. Nicht? Naja, aber irgendwo ist Hörnchen, verstehst du? Man kann ja auch ein Hörnchen essen, man hat einen Totenkopfhörnchen, man hat ein Posthörnchen und ein Schneehörnchen. Gibt es das? Nein, gibt es nicht. Hörnchen ist Hörnchen.
Es kommt gleich noch etwas. Hans, du ja. magst doch so gerne einen kleinen Teufel, den die BS-Dealer haben, gell? Ja, was ist mit dem Teufel? Was ist das jetzt für eine Apfelsorte? Naja, das kannst du selbst entscheiden. Das sind die guten Äpfel, wir dürfen keine Reklame machen, nicht dass dort, wo der Sackerl her ist, weil das habe ich mir nicht traut, wegen den Leuten da drüben. So, das nächste. Ja. Was da vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, ich weiß nicht was, vielleicht gibt es ja Fragen aus dem Publikum zum Thema Kochen, Essen, stimmt, ja. Einkochen. Einkochen, genau. Das war ja der Ursprung. Ist das was im Bundesdeutschen bekannt ist, der Begriff des Einkochens? Jetzt nicht Kompott, sondern Mädels oder... Die man ja im Chat kennengelernt hat, diese junge Dame. Tja. Einkochen ist so wie anbraten, nur halt geschlechtsunspezifisch. Ja, anbraten ist aber auch geschlechtsunspezifisch, weil das ist einfach immer Member of the Appropriate Sex. Nicht? Okay. Ja. Ist aber eigentlich interessant, dass da Begriffe irgendwie aus der Küche fürs Balzen verwendet werden. Man kommt immer wieder zurück auf Liebe geht durch den Magen. Na sicher. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja irgendwie Fragen zu Kochtechniken oder sonstigen Dingen. Anbraten ist im Prinzip aufreißen, nein, nicht aufreißen, anbaggern. Sondern anbaggern. Ja. Okay. Wenn du jetzt irgendwo diese tollen Hormone versprühst, und irgendwo dem netten Mädchen, umgekehrt das Mädchen, den jungen Mann, irgendwo kundtut, dass er doch zufrieden wäre, wenn die MP3-Sammlung hergezeigt wird. Oder wenn er den MP3-Player endlich ausschaltet. Ja, ausschaltet. Das wobei ja zwischen Anbraten und Einkochen ja schon Unterschied ist, und zwar im Charme-Level. Ja. Also nämlich anbraten ist es. Ist eben so wie anbaggern, das ist also nicht unbedingt charmant, würde ich jetzt mal sagen. Ja, oder jedenfalls ist es der erste Schritt. Ist nicht? Der erste Schritt. Einkochen hat was mit Social Engineering zu tun. Wir wollten eigentlich ursprünglich Social Engineering vom Nerds machen, aber es ist ein Kochvortrag draus geworden. Ich glaube, der Hans hat mir einfach nur eingekocht, hier zu kochen. Ja, das war. Was aber so weiter passt, weil wir doch oder hier und da her. Einfach auf diese Art und Weise auch Social Engineering betreiben. Nicht? Ich habe einen Hunger. Und probiert, wie das ausgeht. Weiß ich nicht. Ich verteile jetzt mal den nächsten. Gleich. Wer mag noch was? Da hinten gibt es die. Gibt es eigentlich schon jetzt Publikumsreaktionen, die das schon gekriegt haben und so? Das sagt man nein, es gibt ja noch. Habt ihr schon was? Nee, nicht. Oh, der Video- und Audio-Engel. Ja, bitte leg den Engel ein großes Stickel hin. Wir werden den Engel gleich füttern. Insbesondere nachdem wir da ja mit einigen technischen Sonderwünschen angetrabt sind, in dem Fall ganz besonders. Danke, lieber Conor. Den Video- und Audio-Engel vielleicht einmal einen Zwischenapplaus. Jawohl, wer will? Ihr beide. Okay. Der Tisch kommt ja schon dann ins finalen Stadium. Ja, im Finalstadium, da ist ja fast nichts mehr da, aber wir haben zum Glück noch, glaube ich, drei oder vier. Aber, wie soll ich sagen, also ich habe schon deutlich finalisiertere Küchen gesehen. Nein, das sind ja meine eigenen. Was man übrigens, wenn man auf den Zustand seiner Küche und auf wenig Arbeit beim Abwaschen Wert legt, nie machen sollte, ist jemanden, der professionell kochen gelernt hat, in der Küche kochen lassen, weil die kochen irgendwie like there's no tomorrow. Die sind gewohnt, sie haben irgendwie einen Abwäscher, dem schmeißen sie irgendwas hin, das heißt, du hast so einen bergdreckigen Geschirr. Das ist phänomenal. Ja, das ist eben auch was für Effizienzfreaks. Wie kann man sozusagen ein Gericht, wo ein professioneller Koch 15 Schalen und 14 Werkzeuge braucht, mit einer Schale, die nachher auch nicht schmutzig ist und ein Werkzeug oder ein bisschen mehr Fingereinsatz sozusagen hingeregt. Genau, es hat das Kochen generell, hat glaube ich einfach für den Hacker eine ganze Menge recht interessante Ansätze. Man kann improvisieren, man kann optimieren, man kann irgendwie, wie soll ich sagen, quasi diverse Dinge auch crossovern. Man kann was patchen irgendwie. Ja, es ist also nicht nur irgendwie das Dr. Oetker Kochbuch hernehmen und man nehme Liste, Anleitungen und geht schon, das wäre Fahrt, sondern das Wichtige beim Kochen ist eigentlich und man kann in Echtzeit die Kreativität. Man kann in Echtzeit debuggen, indem man immer probiert, wie es gerade ist. Also. Naja, aber es gibt dann einen großen Unterschied, weil am Ende steht dann ein sinnlicher Genuss
Und auf der anderen Seite ist es dann auch immer weg. Und das ist, so wie manche Code schreiben, werden das vielleicht, also sozusagen, es kann auch ein Vorteil sein und so. Ja, es hat aber gewisse, in anderer Leider. Richtung wieder Ähnlichkeit, weil ich sag mal, wenn man zum Beta-Tester von einem neuen das Gericht nicht. Wird, das kann irgendwie genauso schlimm sein, wie wenn du zum Beta-Tester von einer noch sehr beta-mäßigen Software wirst. Nicht? Weil es gibt Dinge, die gehen einfach daneben. Ja, zumindest soll man das ab und zu riskieren und dafür eben experimentieren und seinen Stil finden. Ich wollte nur was zu diesem Gnocchi sagen. Also, wenn man diese Fertiggnocchi hat, die kann man sich dann manchmal auch einfach in der Pfanne braten. Dann braucht man ja nicht warten, bis das Wasser erst warm ist und so. Dann geht das noch schneller. Kann die feucht genug? Die enthalten eine gewisse Feuchtigkeit. Die sind ja nicht so endlos haltbar wie Nudeln. Das ist ein relativ kurzes Ablaufdatum. Sonst noch weitere Fragen? Also ja, wir könnten aber vorstellen, vielleicht sollte irgendjemand ein tolles Rezept hat er auf der Zunge und möchte es den anderen mitteilen. Irgendwo gibt es jemanden mit. Ich glaube, er googelt gerade. Er googelt gerade. Das ist aber feig. Das ist feig. Oder unsportlich eigentlich, nicht feig, unsportlich. Bitte? Ich würde sagen, ein Liter Wasser und ein Suppenwürfel. Wenn du das einmal schaffst, ohne dass es anbrennt, dann kannst du komplexere Dinge kochen. Obwohl das auch Optimierungspotenzial hat, weil die meisten Suppenwürfel sind für einen halben Liter Wasser. Wir haben eine Publikumsfrage. Ja, schon. Jo, also ich hätte ein Rezept anzubieten, auch was der schnellen Küche entspricht und ein bisschen asiatischen Einschlag hat. Man kann dafür sehr, sehr gut so Obst und Gemüse, vor allem Gemüse verwerten, was einfach aus der Küche wieder verschwinden soll. Bevorzugt Paprika, Mais oder Tomaten, was halt gerade darum fliegt. Man nehme einfach ein bisschen thailändisches Curry, gibt so eine Currypaste, tut es im Wok schön verteilen mit ein bisschen Kokosmilch. Dann könnte man auf die Schnelle für diejenigen, die Fleisch mögen, Putenzeug reinschnetzeln. Und dann mit Kokosmilch immer wieder schön ablöschen. Am Schluss noch das ganze Gemüse rein, ein paar Minuten schön heiß werden lassen, dass das Gemüse noch ein bisschen Biss hat. Und mit Reis am besten. Wir danken. Ich hätte noch... Jemand ein tolles Rezept? Nee, aber ich habe eine andere Frage an die versammelte Kochmannschaft. Was haltet ihr von Mikrowellen? Einfach einmal eine private Frage. Meine private Frage? Also ich sagte, was mir, bevor wir hierher gekommen sind, welches tolle Rezept mir der Christian erklärt hat, man nehme ein Stück Weißbrot, lege auf dieses etwas, wie heißt dieses komische Zeug da? Nicht die Tomate, sondern das andere. Mozzarella. Mozzarella, schneidet Mozzarella so dazwischen, nimmt die Mikrowelle, schaltet sie ein, legt das hinein und es soll so toll schmecken. Also das jetzt zur Mikrowelle. Ich persönlich halt nur fürs Aufwärmen der Mikrowelle. Ja, ein Mikrowellenrezept, sage ich. Wisst ihr, was Semmelknödeln sind? Gut. Man nimmt ein Ei, Semmelknödeln, etwas Butter, rührt das Ganze zusammen, macht ein kleines Knödel, gibt es in eine Plastikfolie. Wisst ihr, was ich meine mit der Plastikfolie? Dreht es zusammen und in einer Minute ist das Knödel fertig. Also das zur schnellen Küche mit der Mikrowelle. Das heißt, jetzt sind wir bei den Nerds. Der hat keine Zeit, weil er aber trotzdem Hunger hat. Jetzt macht er sich schnell ein Knödel. Das ist ein Dirty Hack, um es einmal so auszudrücken. Schneidet es auf, holt das Ei heraus, schnackt das Ei darüber und die Speise ist fertig. Also auch etwas schneller. Ich nehme an, das Ganze wird brauchen, 5 Minuten.
Dann sagen wir es. Nachher Hände waschen, sonst gibt es irgendwie hässliche Dreckreste. Ja, aber wir wissen doch ohne dies, wo am Computer die stärksten oder die gefährlichsten... Die meisten Bakterien meinst du? Ja, Krankheitserreger und so. In der Tastatur. In der Tastatur. Dort leben sie. Was mich mal dafür interessiert, wo die Grippe eigentlich an Hochschulen am besten weitertransportiert wird, man hat sich gedacht, Klimaanlagen, alles mögliche untersucht. Nein, der ganze Dreck ist in der Tastatur. Andererseits, ich verstehe es ja nicht. Ich meine, schlägen die Leute ihre Tastaturen ab? Oder? Nein, er isst halt was nettes, das Wurstbrot in der Hand und tastet sich dadurch über die Tastatur. Man hat also ja die Tastatur, was du dich tasten kannst. Ne? Ich tue jetzt mal kurz intervenieren, weil da sind noch so köstliche Äpfel im Schlafrock. Die sollte man vorher essen. Da rückwärts gibt es noch Leute, die gerne Apfelspalten haben. Und ist es richtig? Ja, da siehst du schon. Also nimm einmal den Lektor das auf, so was der wie so können, so irgendwie. Na, kann da ja helfen, dabei prasselt das ja nicht an. Wer mag noch? Alle wollen, alle. Hast du das nicht gesehen? Das sind ja alle Büsche. Schau bitte, schau her, wie der Könner im Sacher. Ah, oh, meine Leute. Wer wollte das haben? Du hast aufgezeigt. Ja, du kannst hinten nehmen, ja, immer von rückwärts abnehmen. So, ich weiß eh, der hat auch einen Hunger noch. Was war das? Nichts passiert. Eins, zwei, was? Geht schon alles. Nichts kaputt. Ein Rezept? Stellst du das Rezept ins Internet? Weil da war die erste Anfrage schon da. Ja. Ja, also, bitte. Du hast uns aber wieder eine Arbeit gemacht, das weißt du eh, gell? Wir werden es online zur Verfügung stellen. Da drückst du dann drauf und kommen die fertigen Apfelspalten raus. Naja, und zur Mikrowelle... Es kommt übrigens jetzt gerade ein Buch raus mit Cooking for Nerds, also habe ich erst bei der Recherche zum Vortrag erfahren, ist offenbar ein heißes Thema und wird dann irgendwo. Es gibt ja diverse zielgruppenspezifische Kochbücher, wie, ich weiß nicht was, das Rocker-Kochbuch, das da erklärt, wie du dir dein Spiegelei auf dem heißen Motorblock machst und wie du aus Hundefutter irgendwie, ich weiß nicht mehr, was zubereitet. Es gibt ja diverse, wie soll ich sagen, spartenspezifische Kochbücher. Was von wegen Rezept und Internet, was mir noch eingefallen ist, ist, was ich das öftere mache, ist irgendwie, ich habe so ganz grobe Idee, was ich machen will. Google nach den entsprechenden Keywords und nimm was das, was ich dort dann finde, eigentlich als Pseudocode. Ja? Also betrachtet ein Rezept als Pseudocode, so wie irgendein Paper über irgendeinen Algorithmus. Irgendein seltsamer Pseudocode, den man nicht 1:1 übernehmen kann oder sollte, sondern den man einfach anpassen muss. Und das Gefühl dafür, was man da ungefähr tut, das kriegt man relativ schnell. Vor allem, wenn man irgendwie ein hungriges Kind im Hintergrund hat. Naja, und es hängt davon ab, was man macht. Wenn man jetzt Kekse macht oder Kuchen, dann ist es oft sehr praktisch, wenn man eine relativ genaue Rezeptangabe hat. Da riskiert man halt nichts. Und da ist es ja sehr nett, wenn man schnell mal nachschauen kann. Kekse und Kuchen sind, es gibt ja Leute, die sagen, Kochen ist Physik, Backen ist Chemie. Kekse und Kuchen sind Chemie und da sind die Rezeptangaben wohl doch sehr heikel. Das Einzige, was man bei Keksrezepten machen kann, ist vielleicht noch zusätzliche Zutat hinzufügen. Sollte man vielleicht erst einmal trocken probieren, wie das Keks so wird. Und dann kann man ja irgendwelche psychoaktiven Ingredienzien auch noch dazu werfen. Ja. Da kann auch Margarine im Spiel sein, wie man das Ganze ein bisschen. Nein, Margarine ist irgendwie ekelhaft. Butter. Oder wie? Butter kann doch nicht sein. Butterschmalz. Das ist ja wieder ungesund, habe ich gehört. Was? Na, Butter. Das ist wieder so was Tierisches. Ja. Naja, mein Doktor hat gesagt, ich soll mich von diesen Dingen fernhalten. Ich darf an und für sich was alle. Ja, hat er gesagt, ich sollte sowieso keine Butter und sowas essen, weil ich bin ohne dies viel zu dick. Und das ist der erste Weg. Ja, aber der Punkt mit dem Übergewicht oder mit dem Abnehmen ist im Prinzip weniger Essen. Weniger Essen. Weniger Essen. Ja, alles andere ist, glaube ich, ein ziemlicher Blödsinn, sondern einfach weniger Kalorien zu dir nehmen, als du verbrauchst. Und dann wirst du abnehmen. Ja, klar. Man darf nicht mehr in die Abgesehen davon, dass ich diesen Übergewichts Hysterien irgendwie auch nicht wirklich was abgewinnen kann, weil man denkt, ich wiege, was ich wiege und soll sich bei anderen schlechtes Gewissen machen, drüber ich nicht.
Ja, ich habe jetzt nur einen Einwurf, weil wir jetzt ja gerade zwischen zwei Apfelspaltenphasen sind. Man kann ja nicht Menschen zum Kochen verführen und nicht an sicherheitsrelevante Sachen denken. Also Gammelfleisch wäre jetzt noch ein Stichwort und so, was ja durchaus passieren kann sozusagen. Was für Fleisch? Gammelfleisch. Was ist das? Kann jemand aus dem Saal dem... ein Wissender, ein Gammelfleischwissender. Ja, hier... Hallo? Mikro? Ah, okay. Hier in Deutschland gab es jetzt den Fall, dass man Gammelfleisch gefunden hat, was einfach Fleisch ist, das schon ein bisschen betagter war. Wo sie angefangen haben in Supermärkten, da haben sie einfach das Fleisch umgelabelt. Das heißt, das Fleisch kam aus der Theke wieder raus, war Ablaufdatum irgendwie kurz erreicht, dann haben sie es hinten in die Fleischverarbeitung gepackt, haben die alte Folie abgezogen, neue drüber gezogen und es 5 Tage länger haltbar gemacht. Das war so der Anfang des Ganzen und zum Schluss hat man halt Kühlhäuser gefunden, in denen umgelabeltes Fleisch von 1999 rumstand, das dann wieder in den Verkauf gehen sollte. Und das war dann das, was man hier in Deutschland unter dem sogenannten Gammelfleischskandal in den letzten Wochen und Monaten um die Ohren gehauen gekriegt hat. Und das alles beim Aldi und so, oder wie? Ich denke aber fast nur... Überall? Und darum, ich denke mir, wenn man jetzt RFID im Einzelhandel einführt, soll man vielleicht überlegen, ob die wieder beschreibbar sind. Dann wird das ein bisschen einfacher. Wobei, was hilft da gegen das Risiko von Gammelfleisch? In Wirklichkeit nur einen vertrauenswürdigen kleinen Fleischhauer. Ja, das habe ich ja gemeint. Nicht im Supermarkt zu kaufen. Nicht? Sozusagen, wenn man sich von Döner ernährt, hat man es nicht in der Hand. Und wenn man selber kocht, kann man halt ein bisschen versuchen, nicht immer das Billigste zu kaufen. Oder und selber auch einkaufen. Also. Also Zutaten sind ganz wichtig fürs Kochen. Das wollte ich eigentlich, glaube ich, vielleicht. Na gut, wir haben jetzt die letzte Runde der herrlichen... Der Teig hat sich dem Ende geneigt. Die Apfel haben alle aufgegessen, also was Besseres, Schönes gibt es ja nicht. Ja, jetzt wird es nur die Reste. Wer will noch Apfelspalten? Okay, eins, zwei, drei. Ja, okay. Aber mach dir keinen. Wer hat noch keinen und will noch Apfelspalten? Ja, ich bitte, ich möchte eine Apfelspalte. Okay, zuerst die anderen? Erst die anderen, was? Hast du noch keine gekriegt? Wie? Die Leute am Tisch, die haben da noch keine gekriegt. Oh doch, ja, die haben extra sogar eigenes Besteck dafür gekriegt. Okay, also jeder, der noch keine gehabt hat, das ist jetzt die letzte Partie, das ist gleich fertig und da gibt es noch einmal. Gut, und dann können Sie alle kommen und abwaschen helfen. Es kann ja nicht sein, dass ihr da auf eine Party kommt und nicht abwaschen helft. ja, wenn wir gerade beim Social Engineering sind, das Zusammenräumen helfen bei der Party ist immer super. Oder andersherum betrachtet, es empfiehlt sich, kurz vor Schluss zu gehen. Ja, immer. Ich habe es eigentlich umgekehrt gemeint, dass man zusammenräumt. Weil ja, ich sage ja nur, wenn man dieser unglaublichen, ungewohnten körperlichen Betätigung entgehen möchte, ja, dann kann man gehen, aber... Ja. Pech hat man natürlich, wenn man irgendwie selber zu Hause bei sich die Party veranstaltet kommt und kommt immer drauf, sie etwas schwer tut zu gehen. Kommt immer darauf an, wer die Party gibt. Ja. Oder anders gesagt, wenn man von Mikrowelle dann auf Herd umsteigt, ist ein Geschirrspüler keine schlechte Investition. Ja, aber was der hier, Geschirrspüler. Ja. Wie viele 1000 Kilometer von Wien entfernt sind wir? 1200, gell? Nein, 1000. 800, super. 100? Ja, weißt du, bist du das alles schon gegangen? Luftlinie wahrscheinlich, irgendwie zum Fahren. Ja. So. Warum? Hättest du deinen Geschirrspüler jetzt mitnehmen wollen? Oder? Ja, irgendwie war das schon fein, ob wir das jetzt wieder mit haben nehmen. Wir waschen noch, ich glaube. Ja, das Problem ist, wenn wir das jetzt mit heimnehmen, dann, aber das wissen wahrscheinlich viele, die irgendwie in Studenten-WGs gewohnt haben, wenn man das zu lange herumstehen lässt, dann entwickelt sich darauf intelligentes Leben, das ist irgendwie bunt anzuschauen, aber etwas ekelhaft. Das ist dann aber schon sehr lange, bis es intelligent ist. Ja, aber ich weiß nicht. Gibt es jemanden, der schon in einer WG gewohnt hat, wo das nicht zumindest schon einmal passiert ist? Tja. Du hast es versucht? Wohnst du noch in der WG? Aus. Okay, wir werden uns das Ganze online zur Verfügung stellen. Ich muss mir gerade eine Domain oder zumindest ein URL ausdenken. Was denkst du denn aus? Apfelspalten.at oder wie? Hast du nachgeschaut, ob es die gibt? Wer sponsert sie? Quintessenz Apfelspalten, /Apfelspalten. Quintessenz.at, cooking underscore for underscore nerds. Was? Machen wir so. Ja, viel zu lang. Du hast dich gerade aufgeregt über die Länge der URLs.
Ja, Apfelspalte, genügt, vollkommen. Slash Apfelspalte, oder? Apfelspalte. Genau, okay. Ja. Aber in irgendeiner Doppel-Level-Domain ist ja vielleicht C vor N noch frei, dann ja. Ist es so. Hast du noch? Apfelspalte. Du, danke schön für die Information. Was ist da für Content drauf auf der, unter der Domain? Gibt es was zum Sehen? Gibt es einen Webserver? Configs Professional und Login Screen. Also nicht mehr lange die Ehre. Super. Wie konfiguriert man Apfelspalten? Du bist auch noch sowas? Was auch noch nett ist, wenn man so Mehlspeise machen will, ist ganz normale Bandnudeln nehmen, auch wieder kochen und dann in Nuss, also Nuss reiben, Nüsse reiben. Kriegt man fertig gekauft, du musst sie nicht reiben. Ja, also gibt es auch fertig, Nüsse, Staubzucker und man gibt diese Bandnudeln in Nüsse und Staubzucker dazu, bisschen umrühren und fix fertig, man hat ein fix fertiges Gericht, was lecker schmeckt nach Nuss, nach Zucker, nach Bandnudeln und... Nach Bandnudeln. Schmeckt nach Bandnudeln. Naja, das gleiche nette Mehlspeise. Das gleiche kann man mit geriebenem Mohn und Zucker machen, das klingt, schmeckt dann allerdings ein bisschen nach 50er Jahre, aber ist ja wer gern Mohn hat. Ja, ja aber der darf dann ja nicht pinkeln gehen, weil sonst wird er zum Süchtigen nett. Deklariert. Also du meinst so pinkeln gehen, ja. Ja. Du hast noch nicht. Apfelspalten? Na, wir nehmen es Apfelspalte. Wer? Ne? Okay. Vielleicht habt ihr im Moment so ein. So, ich hätte eine Frage an euch. Ihr seid ja da am Kochen. Vorhin habt ihr ja schon mal angefangen, zum Kaffee was zu erzählen. Und wir sind ja so ein bisschen. Naja, ich out mich mal. Wir sind ein bisschen kulturlos. Ja, das wollte ich. Kulturlos. Also, ich setze voll das Outing, was ich jetzt hier mache. Und vielleicht könnt ihr mal so zwei, drei gute Tipps geben, wie man von dem Filterkaffee zum. Der erste Schritt zum Genießer oder irgendwie so. Also da kann ich dir an und für sich unseren Geheimitaliener empfehlen. Das ist dieser hier. Der ist an und für sich ein Spezialist auf Kaffee. Sag ihnen, was er sich kaufen soll. Ja, na, was im Prinzip die allerbilligste und eigentlich auch beste Variante ist, unterhalb der großen Restaurant-Espressomaschine sind diese Dinge zum auf den Herd stellen, zum Schrauben. So sechseckig, achteckig. Kostet wenig Geld, ihr kennt die Dinger nicht mehr an. So, das ist aber diese Schraubesfräsermaschine. Unten Wasser rein, kocht, dampft, drückt das Wasser durch den Kaffee nach oben, blubbert raus. Und was natürlich wichtig ist dazu, ist der richtige Kaffee, wobei das ist Geschmackssache, irgendwas Espresso-Restung und nicht zu fein gemahlen für diese Dinger und dann einfach experimentieren, welcher Kaffee irgendwie am besten kommt damit. Weil meine Erfahrung ist, dass diese Combo-Espresso-Maschinen, diese Saecos und wie sie nicht alle heißen, auch wenn man es sich leisten kann und will, der Kaffee aus denen hat mich bis jetzt noch nicht wirklich überzeugt. Naja, mag dahingestellt sein, deine Meinung. Ich finde, dass man sehr gute Kaffeesorten dafür findet. Und zwar diese italienischen, wie heißt die? Illy? Ja, Illy und so. Also Illy ist was anderes. Wenn du das leisten willst, das ist der Luxus. Ja, na, und das ist hat diese, das ist Illy hat diese Pads und die eigenen Maschinen dazu. Das zeigt, ist einigermaßen teuer, ist das Geld aber wert, weil das ist wirklich ein Espresso. Der sich auszeichnet, dadurch, dass du mal diesen nussigen Geschmack schon riechst und dass das Ding halt nur aus Geschmack besteht. Nicht? Aber für den täglichen Bedarf, also nicht einmal ich habe eine Illy-Maschine daheim, weil ich mir sie irgendwie nicht leisten will. Ja. Nein, ich spreche jetzt nicht weniger die Maschine, sondern ich spreche viel mehr vom Kaffee. Ja. Weil für dich, das was du ja gern trinkst, ist ja auch der Illy-Kaffee in diese Aluminium-Schachteln oder wie der immer in so Röhren drinnen. Ja, also ja, Pads. Bitte? Die Pads. Okay. Ja. Aber jetzt nochmal praktischer Advice, kann ich das nur unterstreichen. Also wenn man einfach will, ohne viel Firlefanz, guten Kaffee machen, dann kauft man sich so eine Herd-Espresso-Maschine, nicht zu kleine, weil dann kann man einen schwächeren Kaffee machen. Also man macht es eben voll und dann hat man richtigen Espresso mit einer großen dann für 6 Personen oder für eine sehr lange Nacht. Oder man kann eben weniger Kaffee reintun und mehr Wasser, dann hat man einen schwächeren Kaffee, der aber immer noch gut schmeckt. Also da kann man noch rumexperimentieren und ich bin auch der Meinung, natürlich kann man nicht ganz einen billigen Kaffee verwenden, da wird man nie einen
guten Kaffee draus machen können, aber Marken und so, das ist nicht so wichtig. Wenn es halbwegs ein qualitätvoller Kaffee ist, dann ist einfach wichtig, dass die Temperatur und der Druck so halbwegs passt. Und wie gesagt, also, eine Herdmaschine um 5 Euro vom Flohmarkt reicht eigentlich. Und der Rest ist dann sehr viel Geld und sehr viel Philosophie, dann kann man natürlich noch ein bisschen weiterkommen. Das war's, gell? Ja, und dann ist es, ich merke das bei mir, ich habe einfach seit, ich weiß nicht was, 5 Jahren meine Kaffeesorte, die ich trinke zu Hause und an den habe ich mich gewohnt und wenn sich irgendeiner von den Parametern ändert, merke ich es im Geschmack, weil ich dann einfach so gewohnt bin. Nicht? Das heißt nicht, dass es irgendwie schlechter wird, sondern nur, es ist eine Sache der Gewohnheit des persönlichen Geschmacks und man wird es halt nochmal eine Zeit durchkosten müssen bei den Kaffeesorten auch, was es bringt. Naja, liebe Leute, das war heute der Ende unseres herrlichen Vortrags. Es wurden immer weniger, der Hunger wurde immer größer. Von denen, die gegangen sind, das seht ihr jetzt alle bei irgendwelchen Spezialpizzas da drüben in diesem Hauptteil. Wir dürfen nicht so negativ sprechen, weil wir haben uns von dort die Teller ausgeborgt. Also, irgendwer hat zu mir gesagt, mach keine Reklame, ich mache trotzdem Reklame. Es gibt auf jeden Fall dort sicherlich was Gutes. Und sagt einer das, vielleicht lassen sie euch 20% nach. Das ist das Allerwichtigste. Na gut, okay. Es war schön bei euch, wieder mal in Berlin zu sein. Und wir freuen uns, dass wir euch etwas über die Quintessenz, über unsere Big Brother Awards, wir danken dem Tom, Alzheimer vergisst alles, dem Tom, dass er uns geholfen hat über diese 2 Stunden. Na, ich war ja zu Gast. So. Ja, aber du hast uns trotzdem geholfen mit all den Fragen, dass die anderen ja auch wissen, wer Quintessenz ist. Es ist ja immer sehr angenehm, wenn man Leuten verbal behilflich sein kann, oder? Ja, ich sage jetzt einmal vielen Dank für das wirklich gute Essen. Ja. Okay, wir freuen uns. Wir werden an und für sich dann eine Pizzaschnitten reinhauen müssen, weil für uns ist nichts übrig. Aber das spielt keine Rolle. Hauptsache euch hat es gefallen. Danke. Thank you.